Hallihallo, Freunde der Sonne, wieder zurück zu einem neuen Livestream. Wir sind heute wieder zurück am Start hier. Heute ist Donnerstag, oder? Vergesst immer welch. Donnerstag, der 1. Dezember. Habt ihr alle schon von eurem Adventkalender das erste Türchen geöffnet? Schreibt mal rein, ob ihr das schon gemacht habt. Erste Türchen am Adventkalender. Wir haben das heute in der Früh um 0.10 Uhr live gemacht. Das war wundervoll. Das war wundervoll. Ja, habe ich noch nie gemacht vorher in meinem Leben, dass ich live mein erstes Türchen am Adventkalender geöffnet habe. Aber ihr wart gestern live dabei, wer auf jeden Fall da noch dabei war. Ja, wir sind heute da. Wieder zurück mit Morris. Für alle, die sich jetzt fragen, warum ist er nicht in Uniform, warum liegt er im Krankenhaus, was ist passiert? Und Freunde, wie geht es euch heute? Das ist natürlich immer die wichtigste Frage. Ich will kein Unmensch sein. Das gehört zum guten Ton, oder? Wenn ich frage, wie es euch geht. Ich hoffe, bei euch ist alles schick im Karton. Und ja, falls ihr euch fragt, was ist hier los? Morris hat im letzten Livestream von vor 2 Wochen einen Kopfschuss kassiert und ist seitdem her vergesslich, sagen wir mal so. Er war jetzt 2 Wochen mehr oder weniger in Behandlung und das Ganze und ist gerade auf dem Weg, sich wieder selber zu finden. Und ja, das Einzige, woran er sich erinnern kann, ist, dass er mittlerweile halt Morris heißt und dass er halt bei der Polizei war und er kannte sich an einen Mustang erinnern. Das wusste er noch oder das weiß er mittlerweile. Und ja, er wird jetzt hier und dort mal in Behandlung noch gehen zu den Ärzten. Die sind leider gerade nicht da, aber das macht nichts. Im Moment ist man gerade so ein bisschen, er hat seine ganzen Sachen wieder zurück und so und ihr dürft ihn heute begleiten dabei, wieder auf die Suche zu gehen nach seiner Identität und eventuell findet er wieder in den Polizeijob zurück. Na? Er hat keine Kontakte, gar nichts. Das heißt, das Erste, was wir jetzt mal machen werden, ist mal ein bisschen aufbauen. So, wir werden mal rausfinden, so wo, was, wie, die Polizei, was. Wir werden jetzt einfach mal rausgehen auf die Straßen und werden vielleicht Leute befragen, etc. pp. Dass wir eventuell einen Weg finden zur Polizei oder irgendeinen Kontakt zu bekommen. Oder an irgendeinen Partner, der uns weiterhelfen könnte, so. Also gesundheitlich so weit wieder stabil, aber man will halt wieder so ein bisschen zurückfinden, so, ne? Man will seine ganzen Leute wieder kennenlernen, die er halt noch nicht kennt. Ich will sie kennenlernen, aber ja, wird auf jeden Fall sehr spannend werden. So, Krieger363, Dankeschön für 5 gegiftete Subs. Bedankt euch bei den Leuten, die hier 5 Subs geschenkt bekommen haben. Herzlichen Dank. Es ist kein... Aber ich bin quasi entlassen, aber ich habe halt niemanden, an den ich mich wenden kann. Wie man sieht, das Kontaktbuch ist komplett leer. Ich könnte mal probieren, Moment. Ich habe hier ein paar Nummern. Habe ich SMS? Warte mal. Draußen. Ich sehe unser SWAT zusammenstellen, wenn du Zeit hast. Ich schreibe dir jetzt mal alle an. Das sind... Ich kann mich nämlich an... Ich habe sie auch nicht eingesprochen. Ich kann mich an niemanden erinnern. Hallo? Vielleicht wenn ich Glück habe, antwortet mir irgendjemand. Ich schreibe einfach so creepy rein, hallo. Wir schreiben einfach die Leute mal an, weil ich kenne die Leute alle nicht. So. Okay, warte mal, ich habe eine Antwort, aber von wem? Warte mal, das war... Wer bist du? Okay, das war eine gute Idee mal mit dem Anschreiben. Wir haben jemanden, der uns weiterhelfen kann. Ich weiß Real Talk nicht, wer es ist, ne? Kapell. Wenn ich mir den Chat anschaue, was waren hier? L15. Kapellwand, Audio Memos. Bin ich ganz... Deckel. Warte mal. Deckel. Ich weiß nicht, was L15 ist.
So, ich werde mich jetzt einmal begeben auf die Reise hier ein bisschen. Bisschen raus auf die Straßen. Ich muss wieder schauen, dass man irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine kommt. Okay, ich werde angerufen. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Moin, ich bin ein... Ah, okay, gut. Grüß dich, ich bin Wollseid, ein Kollege vom LAPD. Aha. Kannst du ein bisschen lauter reden? Aha. Ich bin hier im Krankenhaus aufgewacht und ich habe mein Handy gerade durchforstet und habe gerade alle Nummern, mit denen ich in irgendwann mal, die auf meinem Handy hier gerade waren, habe ich mal probiert durchzuschreiben. Und du hast dich jetzt gemeldet. Soll ich dich abholen? Ich kenne dich ja nicht. Ich weiß schon, was mit dir passiert ist. Du hattest einen Gedächtnisverlust. Zumindest Walker mir so gesagt. Wieso weißt du, was mit mir passiert ist? Weil, wie gesagt, du arbeitest beim LAPD? Das hab ich schon durch die Ärzte herausgefunden. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was los ist. Okay. Kein Stress. Soll ich dich abholen kommen? Kann ich dir vertrauen? Ich arbeite bei dir. Das könnte jetzt jeder behaupten. Okay, soll ich dir die PD-Führung komplett aussagen? Wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr wissen. Was für eine PD-Führung? Soll ich mit meinem Streifenwagen vorbeikommen? Du kommst zum Krankenhaus. Ja, Oceans wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und... Ja. Oder keine Ahnung, wie das heißt. Warte mal. Es ist halt, Oceans. Das hat halt einen Meerblick. Hier am Meer. Ja, Oceans. Okay, deswegen Oceans. Dachte ich Oceans. Du kommst dorthin und du fährst einfach mal vor. Ich bin in einer Minute da, nicht mal? Ja, fahr mal einfach mal vor. Kann ich machen. Ich bin jetzt bei der Einfahrt vom Oceans. Warte mal. Fahr mal weiter nach vor. Was hast du da für ein Auto? County Tahoe. Fahr nochmal zurück. Voll paranoid. Sieht mir noch. Wieso ist das Auto so schwarz-weiß? Das ist ein Polizeiauto. Licht. Sirene. Fahr mal auf die Straße vor. Okay. Ich stehe fast an der Straße. Steig mal aus. Mama Mia! Hier! Waffe, Sheriff, Logo. Jetzt warte. Ich weiß nicht, wo du bist. Okay, ich vertraue dir. Okay. Ich komme mal rüber. Ja. Voll paranoid, Alter. Ich kann dir auch deinen Namen sagen. Morris, Andy Morris. Steig mal schnell ein. Wir haben gerade ein Problem. Was für ein Problem? Panic Buttons. Kollegen sind in Gefahr. Ich würde dich kurz... Gibt's irgendwo einen Ort, wo du sicher bist? Das weiß ich nicht. Ich habe außerdem dem hier... Ich weiß nicht, wo ich bin hier. Okay. Gib mir eine Sekunde, ich muss einmal schnell einen Funk. Status Panic. Check. Info. Edward 18 ist kurz 10-6 außer Funk. Okay. Das ist soweit. Alles im Gut. Im grünen Bereich. Nee, du weißt, dass du beim LAPD arbeitest?
Das haben mir die Ärzte jetzt in den letzten Wochen so gesagt, ja, und dass ich Andy Morris heiße. Okay. An was kannst du dich sonst noch erinnern? Ich hatte mal so ein bisschen einen. Die Ärzte haben es probiert zu mir an Erinnerungen und Fotos und so, und ja, irgendwie ist mir beim Wort Mustang ist mir so ein bisschen. Daran konnte ich mich so ein bisschen flüchtig erinnern. Mustang. Sie haben mir dann auch einen hingestellt hier so vorne. Ich weiß nicht, wie hieß. Ich glaube, der hieß. Der war so glatzköpfig, war der. Street. Fröhlich. Irgendjemand hat mich im Krankenhaus besucht mit einer Highspeed. Street. Das wird wahrscheinlich Street gewesen sein. Okay, kann. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wer hatte eine Glatze und der hat mir eine Highspeed-Unit dann oder halt einen Mustang gezeigt. Wollen wir mal deinen Mustang auspacken? Ich hab sowas. Du hast einen ganzen LAPD-Fuhrpark mit ganz vielen Fahrzeugen. Also ich weiß, dass LAPD ist die Polizei hier. Boah. Alter, also dich hat's wirklich. Also, ich weiß nicht genau, was mit dir passiert ist. Ich weiß nur, dass du bewusstlos warst und dass du Gedächtnisverlust hattest. Für mich hat sich das angefühlt, als ob ich da drüben geboren worden bin. Okay, ach du Scheiße. Aber ziemlich groß. Okay, also hallo Wolfi. Du heißt Andy Morris, arbeitest beim LAPD, bist dort Captain 1. Was kann Captain? Ein Captain. Du kannst vieles. Warte, da muss ich jetzt selber aber wenn schauen. Aber wenn ich so viel kann, warum weiß ich dann so wenig? Das kann wahrscheinlich wegen des Gedächtnisverlusts, auf den Gedächtnisverlust zurückzuführen sein. Das heißt, ich... Also okay. Du hast dein Gedächtnis komplett verloren. Es ist irgendwas passiert. Ich glaube, du hattest... Ich kann mich nicht genau daran erinnern, was der Arzt war. Der Arzt meinte, ich habe einen Kopfschuss bekommen. Ja, gut. Das erklärt dann einiges. Nach einem Einsatz. Okay, das erklärt einiges. Dieser Street hier, wie du gesagt hast, der meinte so, ich bin an einem Einsatz von so einer Schnellfeuerwaffe, hat sich das genannt, bin ich ein paar Mal durchlöchert worden, direkt durch den Kopf. Aber du weißt, was Waffen sind. Ich weiß, was eine Waffe ist, aber ich habe halt das Wort, aber was jetzt so genau? Okay, Waffe gleich Aua. Waffe kann wehtun. Das heißt, wenn ich dich jetzt schlage, ist das auch eine Waffe? Weil das ist dann auch Aua. Ja, stimmt. Oder wenn ich dich jetzt beiße? Nee, lass mal lieber bitte. Nein, also Waffen sind materielle Gegenstände, die dazu gebaut worden sind, weh zu tun oder Projektile abzuschießen, die zu sehr starken Verletzungen führen. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Das ist schon voll weit weg. Okay, hast du irgendwo in deiner Jacke einen Schlüssel? Für ein Haus oder sowas. Einen Schlüssel? Warte mal. Ich schau mal kurz. Ich muss mal in der Unterhose schauen. Ja, ich hab noch Schlüssel, ganz schön viele. Die haben so eine Buchstabenkombination auf dem Hängeschild drauf. Hast du auch einen Key? Buchstaben und. Also ich habe da bei jedem Schlüssel so ein Schild dranhängen und das sind so Ziffern und Buchstaben, so eine Kombination. Ja, das sind wahrscheinlich deine Autos. Aber das da können wir. So viele? Wie gesagt, lass dich davon nicht überfordern. Die sind einfach da. Aber hast du einen Key? Einen Key? Ja. Also in der anderen Jackentasche habe ich nichts mehr. Ich hab noch was zu essen. Ich hab hier so ein. Ist das eine. Warte mal, schau mal. Darf ich dir kurz was zeigen? Ja, warte, machen wir. Warte mal. Uiuiui, nicht hier auf der Straße.
Nein, pack die wieder weg. Pack die wieder weg. Pack die wieder weg. Pack die wieder ein. Pack die wieder ein. Und was ist das? Pack die wieder ein. Pack die wieder ein. Achso, okay, okay. Pack die ein. Ja, ja. Ich wollte ja nur fragen. Das ist ein Kollege. Alles gut? Das ist ein Kollege. Das ist Morris. Der hat ein Gedächtnis. Ach, das ist Morris. Oh. Wieso kennt er mich? Ich habe den noch nie gesehen. Morris, ja. Ruhig bleiben. Morris. Ich habe sie schon mal gesehen. Okay, Morris, nicht einfach eine Waffe rausholen. Okay? Achso, das war eine Waffe. Das war, ja, nichts. Okay. Einfach. Du saßt da gut, okay? Setz dich wieder rein. Knöpfe anfassen. Keine Tasten an dem Computer da drin drücken. Ja. Einfach reden. Ich will die Information. Hier sind wir jetzt am Hauptplatz. Das Zentrum L.A. Okay. Dass du in L.A. bist, weißt du? Ja, das habe ich da in so einem Heft gelesen im okay. Im Krankenhaus. Okay, wir sind in L.A. Das hier ist der Hauptplatz. Hast du ein Handy und ein Funkgerät? Wie hätte ich dich sonst kontaktieren können? Also ich habe ein Handy. Warte mal, ich muss noch schauen. Wie sieht ein Funkgerät aus? Ich kann es dir tatsächlich einfach mal geben. So sieht das nämlich aus. Ah ja, so eins habe ich doppelt. Warte, das kann ich dir zurückgeben. Ich habe nämlich sowas gehabt. Okay, gut. Das ist ein Funkgerät. Okay. So, hier links ist ein WeShop. Wenn du mal, du kannst auch Google Maps öffnen, wenn du willst. Und dann siehst du auch, wo wir langfahren. Und wieso ist hier auf Google Maps ist hier ein Punkt? Da ist so eine Jetzt ist dieser Punkt weg. Ja, einfach. Solche Punkte, das sind, wenn du hier aufs Navi guckst, das echt zentral schalten über Bluetooth funktioniert das. Okay. Dann werden dir da auch Punkte markiert. Jetzt ist wieder ein Punkt. Ja, genau, den habe ich jetzt gesetzt. Ich kann mal das Haus hier neben uns, das grüne Ding, kann ich auch markieren. So, dann ist da auch so ein Punkt. Was ist das grüne Haus da drüben? Kann man da... Da kann man Dünger für Hanf kaufen. Okay. Und Hanf nicht so gut. Ich habe gelesen im Krankenhaus, dass Hanf... Ich habe ziemlich viel gelesen in den letzten Wochen, dass Hanf auch gesund sein kann. Kann gesund sein, ist tatsächlich aber nicht als heilpraktische Methode bei uns in L.A. akzeptiert worden. Okay, ja. Also, da drüben ist Police Department. Genau. Das hier ist sozusagen das, was man wahrscheinlich vielleicht früher für dich eine Heimat war. Ich weiß es nicht. Soll ich dich einfach mal rein begleiten und wir gehen mal so ein bisschen durch? Ist das da drüben ein Muster? Nee, aber den können wir uns gleich auch angucken, wenn du willst. Ich dachte, das da drüben ist ein Muster. Ja, das ist ein Muster, aber es ist nicht dein Muster. Ach so. Komm mal hinfahren. Das Auto kommt mir bekannt vor. Ja. Mit sowas kam nämlich dieser Street-Teaser. Der? Der. Ja. Komm, sonst komm mal raus und kannst es dir mal angucken. Aber keine Sachen, die aussehen wie eine Waffe. Also nicht das Ding, die beiden Dinger, die du vorhin draußen hattest, rausholen. Ja. So. Das ist ein Mustang. Okay. Ja, das anders kam. Das macht aber irgendwie Sinn. So, irgendwas an diesem Auto zieht mich magisch an. Ich weiß nicht, ich will mich zu dem Auto verbinden. Bella, darf er sich mal reinsetzen? Kann er? Klar, kein Problem. Nur reinsetzen, bitte. Ja. So. Versuch mal im Leerlauf aufs Gaspedal zu drücken. Kommt da irgendwas? Nicht kommen im Sinne von. Jo, alles klar, Alter. Was? Nee, ich weiß, das Geräusch hat sich gerade nur sehr komisch angehört, was du gemacht hast. Das ist ein sehr, sehr schöner Klang, muss ich sagen. Ja, okay. Erinnert dich der an irgendwas? Drück mal den Knopf, den blauen Knopf da in der Mitte für die Blinklichtanlage. Und mach mal die
Alarmschaltung an, die Sirene an, und dann machen wir mal eine, so eine Rave. Das ist ganz schön laut. Ja, drück nochmal aufs Gaspedal, ganz feste. Okay. Das hättest du vielleicht im Leerlauf sagen sollen. Okay, gut. Ja, ich hätte im Leerlauf sagen sollen. Gut, dann kannst du es wieder ausmachen. Hat dich das vielleicht an irgendwas erinnert? Das an die Wand fahren vielleicht sogar? Nein, also... Ist das nicht der Captain Morris? Ja, ja, der Captain Morris. Gucken so kennt der mich auch. Herr Morris, das ist auch ein Kollege Vorgesetzter. Was? Sie sind mein Vorgesetzter. Ich bin gerade überfordert. Nein, Herr Morris, alles gut. Also, das Auto zieht dich magisch an. Ich weiß nicht, das ist eines der Dinge, wo ich sofort sag, so das, da kann ich mich damit, das kenne ich. Okay, gut, warte. Weil zum Beispiel das, und das kannte ich mich halt gar nicht erinnern, so. Okay, warte. Pack das mal lieber weg, das lernen wir gleich noch kennen einmal. Ja? Okay. Steck's mal lieber nochmal weg, bitte. Komm mal mit, ich fahr mal runter, ich zeig dir mal das Mischung. Das tut mir leid mit dem... Ach, alles gut. Mechaniker kriegen da bestimmt schon wieder hin. Was sind Mechaniker? Die reparieren unsere Autos. Ach so, da habe ich auch was gelesen. Ja, die Kfz, genau, die Kfz-Mechaniker. Ah, ja, ja. Am Rockford Plaza. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hört sich auf jeden Fall schmackhaft an. Ja, in der Innenstadt. So. Der weiß gar nichts mehr, gar nichts. Ach du Scheiße, oh je. Okay, das ist nicht geil. Ja. Tante Wolli kümmert sich. Wer ist Tante Wolli? Nee, mein Name ist Wollseid und ich habe mich gerade selbst verniedlicht, indem ich gesagt habe, alles gut. Okay. Komm mit. Ich führe dich ja einmal durch und dann packen wir gleich deinen Mustang aus. In der Hoffnung, dass da vielleicht... Ja. Mal schön. Warte mal. Der US Marshall kennst du? Ich mach's so. Ich mach's so. Alles gut. Wieso hängt hier ein Hund? Ja. Das habe ich mich auch schon immer gefragt, mir wurde nie beantwortet. Killerhund oder so, weiß ich nicht. Okay. Der sieht irgendwie gerade so aus, als ob er irgendwie Durchfall hat und einen Reizdarm. Ja, also, der steht zumindest, also er vermisst anscheinend. Schauen Sie mal, der blast ja hier seine Backen so auf, der muss gerade sicher dringend aufs Klo, oder? Ja, oder der hat ganz viel Wasser geschluckt oder hat zu viel Wasser geschluckt. Okay. Und da kriegt er gerade nicht runtergeschluckt. Okay. Ja, vielleicht verstopft. Ich muss mir gerade noch kurz das Bild analysieren, ich weiß nicht, das zieht mich gerade so an. Ja, vielleicht bringst du hier auch irgendwas hin. Ja. Eliminate, dankeschön für 5 Euro. Intensives Starren. Was ist mit dir passiert? Dankeschön. Sif NBK, danke für 5 Euro. Moin, mir geht's gut und selbst auf den geilen Stream. Der Kuss geht raus. Mir geht's, soweit. Sag mal dafür, dass du nicht so ein Gedächtnisverlust bekommst wie Kollege Schnirschuh. Schlechter geht immer, besser geht auch immer. Gute Besserung. Cedric, danke für 25 Euro mit immer mit Überweisungsgebühren. Servus, mein Lieber. Hier doch. Eine Kleinigkeit für dich. Reicht für leider nur eine halbe Pizza. Gruß. 25 Euro, Bro. Da kann man bei mir zweimal Pizza essen gehen. Noch. Gott sei Dank. Kuss geht raus an dich, Cedric. Anubis, schön, dass Morris wieder da ist. Viel Spaß auf dem geilen Stream. Danke für 13,37. Lieber Anubis, bester Kuss geht raus. So weiter ins RP. Ja. So, komm mit. Okay, Tante Wolli. Wolli, W-O-L-I. Wolli. Oder auch Teekessel, das ist unser Teekessel, der kocht gerne Tee. Ja, das sind natürlich die wichtigsten Sachen. Also, wir laufen hier gerade... Du bist sehr leise, ich höre, ich glaube, du musst ein bisschen nach hinten reden. Ja, so, jetzt ist, glaube ich, besser, oder? Ja, jetzt höre ich dich wieder besser. Also, hier haben wir... Die Zellen, geh mal rein. Wieso wäre ich jetzt eingesperrt? Nein. Ich dachte, ich konnte dir vertrauen. Du kannst die Türen selber aufmachen. Und wieso ist schon wieder dieser Hund da? Ja, der wird häufig, der steht hier überall. Kann du selber aufmachen? Auch, ja, genau. Du solltest die Türen eigentlich, wenn du guckst in deinen Schlüssel, hast du einen Bund, damit sollten das eigentlich funktionieren. Tatsächlich. Jawohl. Du stehst immer auf der anderen Seite vom Gitter. Tatsächlich. Du bist nicht im Gitter.
Also du kannst immer wieder rausgehen, selbstständig. Okay. Wir würden dir mal folgen, wir gehen einmal rum durch die andere Tür. Machst du hinten zu? Ja, ich mach so. Da drin, da riecht's irgendwie ein bisschen streng. Ja, hier, also ich glaube, vier von fünf Zellen. Nee, 3 von 5 Zellen haben verstopftes Klo. Nein, stopp. Zelle 3 ist nicht so geil, da ist ein Scheißhaufen drin. Komm. In jeder Zelle, außer der ersten, ist ein Scheißhaufen drin. Wieso liegt da drin Scheiße? Ja, oder? Nee, wurde entfernt. Ja, weiß ich nicht. Unser Facility Manager ist noch nicht da gewesen. Der Hausmeister, der streikt gerade ein bisschen. Ja. Die Putzdame. So, dann gehen wir mal einmal hier weiter. Wie soll ich gearbeitet haben, wo die Klos voll mit Scheiße sind? Unsere ja, Klos sind so, nicht voll mit so Scheiße. So oft warst du da unten nicht. Also keine Sorge, du saßt eher in deinem Mustang. So. Aber wie kann ich angeblich einen Kopfschuss bekommen, wenn ich nur im Mustang gesessen bin? Das ist nur im Auto fahren. Naja, also 24-7 im Mustang saßen, tust du jetzt auch nicht. Achso. So, hier haben wir Büros und da haben wir sogar. Hey, hier sind Menschen. Büros. Hallo? Ja, das ist ein klasse Kollege. Hallo. Das ist Lieutenant Walker von den Detectives. Angenehm. Ich heiße Morris. Wieso weiß der auch meinen Namen? Herr Morris, waren. Alle kennen wir kennen sie alle. Alle. Ja, wir kennen sie eher gesagt, ja. Das ist mir jetzt irgendwie unheimlich. Ja. Hast du jetzt erklärt, warum er. Nein, weißt du, was passiert ist genau? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er einen Kopfschuss hatte. Oh. Ja, ich glaube. Ich weiß gar nicht. Ich wusste nicht mal, dass er immer aus dem Gedächtnisverlust hat. Genau, wir hatten, glaube ich, eine Schießerei und da wurden sie dann niedergeschossen und da wurde, glaube ich. Ich habe doch niemandem was getan. Ich bin hier im Krankenhaus aufgewacht. Sie haben sich nur verteidigt. Ja. Das Problem ist, manche wollen uns was tun. Das ist das Problem. Genau. Sie sind ja Polizist. Aber wieso? Ich fahre doch nur angeblich in meinem Mustang rum. Tu doch niemandem was. Ja, auch. Nein. Aber Sie wissen, es gibt manchmal Situationen, gibt es dann Leute, die auch ganz gerne mal illegale Sachen tun und Sachen ausrauben. Und wenn wir die dann daran hindern wollen, schießen sie auch manchmal auf uns. Dann müssen wir uns halt verteidigen. Und ich glaube, dass das so eine Situation war. Ich weiß es leider auch nicht genau. Und ich weiß nur, dass das in einem Schussgefecht passiert ist und sie dann leider niedergeschossen wurden. Genau, aber das AMR konnte sie wiederbeleben und musste dann aber leider einen Gedächtnisverlust bei ihnen feststellen. Für mich wirklich wie neu geboren. Das haben sie gut gemacht. Ist doch, ja, also ist doch, also hat doch auch was. Also, wieso zieht man in einem Büro die Rollläden runter? Es scheint doch keine Sonne hier drin. Ja, da muss nicht ja. Muss ja nicht jeder was mitbekommen. Also, so. du weißt schon, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt das eine, das macht gute Dinge, das andere, das macht böse Dinge. Ich glaube immer an das Gute. Das finde ich gut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du beim LAPD arbeitest. Ja. Wieso braucht dieser Raum hier, werden hier. Ich habe da mal was gelesen in der Zeitschrift, so von gewissen Filmdrehs und so. Ist das so ein Raum, wo sowas gedreht wird, weil es mir hier zumachen kann? Wir können ja mal reingehen. Ich kann hier Filmdrehs. Ich auch nicht. Nein, die Rollladen sind dafür da, wenn da mal eine Besprechung ist oder so, die nicht jeder mitbekommen soll, dann kann man die auch mal zumachen. Genau das meinte ich, solche Filmchen. Genau solche Filmchen, ja, aber da werden keine Filmchen gedreht. Ich hab nicht solche Filmchen. Also ich weiß ja nicht, was Sie für Filmchen bauen, aber also was das war das denn für Zeitschriften? Nein, ich hab eines Abends, ich bin in die Cafeteria dort immer gegangen, dort im Krankenhaus, und dort sind die Zeitschriften, habe ich dann schon alle durchgelesen, und dann bin ich einmal, es hat der Arzt vergessen absperren, bin ich in sein Kämmerchen gegangen und dort lagen solche Hefte und da ging es. Ich glaube, da müssen wir mal ein Gespräch mit dem AMR führen. Und da ging es dann um sowas und um Studien und um, ja. Also da ist dann auch, da gibt es da hier auch sowas wie eine Playboy-Villa und so. Und das war dann sehr interessant. Also ich habe da in diesen Heften ein bisschen dann recherchiert. Okay. Ja gut, aber das ist, so ein und, Ort ist es und da, nicht. Und da war dann mal, ein Kameratest oder so irgendwas habe ich mir da durchgelesen für Erwachsenenfilme, und da haben sie dann so gezeigt, wie es in so einer Umgebung, das sah so aus wie hier. Die hatten auch so Uniformen an wie ihr, und das hat mich auch irgendwie, deswegen wollte ich gerade nur fragen, so, weil okay, aber gedreht wurde es hier nicht, also ich weiß ja nicht, okay. LA ist ja eine große Filmstadt und es gibt auch
ja, Drehorte hier in ganz L.A., wo auch solche Büros nachgebaut sind und so weiter. Eben. Aber hier wurde es nicht gedreht. Okay, und das ist das Original. Das ist ja, der Ursprung von dem Ganzen. Da ist nicht das passiert, was Sie gesehen haben. Okay. Ach so, okay. Na, es sieht so ähnlich aus. Kann mich auch täuschen. Das kann sein, ich weiß es nicht. Aber ja, hier ist es, glaube ich, nicht passiert. Okay. Ich meine, hier ist andauernd jemand am Rumlaufen und das wäre ziemlich unprofessionell. Ja, aber für das gibt es ja die Rolle. In dieser Branche, ja. Das Problem ist, würde man ja in diesem Filmchen dann aber hören, wenn hier einer rumläuft und irgendwas beredet. Wäre ziemlich unprofessionell. Morris? Ja. Wollen wir mal in die Umkleide gehen und gucken, ob du da noch einen Spind hast? Ja. Nehmen wir mal hin. Vielleicht weg das ein bisschen was. Danke, Walker. Kein Ding. So. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwo Morris finde an den Heftchen. Ja, guck mal irgendwo, ob du hier irgendwo einen Spind hast. Walker, anderer Walker, Wollseid. Da. Ah, Morris. Da hinten. Wow. Wir mal da hinten im Eck. Ja, hier hinten, der oben. Guten Tag, da. Der Herr. Schmidt, Gedächtnisverlust, Morris. Ui. Er nicht wissen, wer du bist. Guten Tag, ich bin Morris. Guten Tag, Schmidt, mein Name, LAPD-Commander von der Police Academy. Angenehm. Inwiefern wurden Sie denn schon informiert? Was? In meiner Abstinenz habe ich Zeitschriften sehr viele gelesen. Okay. Schmidt, er weiß 0,001% durch Nein, Zeitschriften. Ich bin, er weiß nicht mal, was eine Waffe ist. Sie haben ja gesagt, das ist eine Waffe. Ja. Ja. Und was habe ich noch gesagt? Was habe ich noch gesagt? Nicht rausholen! Weg damit! Ich wollte ja nur noch mal beweisen, dass ich noch ein bisschen was weiß. So, und jetzt gucken wir, jetzt schreiben wir mal erstmal bitte in deinem Spind, ob du da irgendwelche Outfits hast, die du mal anziehen kannst. Vielleicht guckst du dann mal in den Spiegel und erinnerst dich an irgendwas. Weiß ich ja nicht. Der Bus. Grüße. Grüße. Moin. Hallo, ich bin Morris, angenehm. Grüße, ich bin Watson, Rookie 8. Was ist ein Rookie? Okay, eine Ausbildung. Genau, das ist ein Officer noch im Lehrgang. Er weiß 0,0 gar nichts. Na, ich weiß, was eine Waffe ist. Waffe weg. Die Waffe weg. Morris, weg damit. Ach so, okay. Damit. Jetzt ernsthaft. Sonst nehme ich dir die gleich ab. Okay, ich wollte... Er fährt nicht auf allein auf Streife. Ja, okay. Warte mal, ein Spind. Der fährt heute gar nicht mehr auf Streife. Nicht alleine wahrscheinlich, so. Ja. Einmal vom Spiegel weg. Ja, genau. Moment. Hast du noch mehr Outfits? Warte mal. Nee, das ist nicht das Richtige, ne? Das ist richtig. Genau, ja, das ist richtig. So, und guck mal jetzt ganz tief in den Spiegel. Erkennst du das wieder? Erkennst du dich wieder? Warte mal, ich hab da was in ähnlichen Farben. Hey, ich seh gleich aus wie du. Nein. Ähnlich. Hey, voll cool. Meine Mütze ist cooler. Jetzt bin ich ein echter Polizist. Ja, die passen aber auch wie angegossen. Da schaue ich einfach mal. Ist ja auf ihre da schaue ich mal in den Spind rein und das passt wie angegossen. Sind ja auch ihre Klamotten. Hat ja keiner geklaut. Also. Ja, Herr Morris. Gucken Sie sich das mal ganz genau an. Vielleicht erkennen Sie. Ist das aber der falsche Helm, glaube ich? Oder? Nee. Staffel. Geil. Warte, wer hast du eigentlich? Also ich hab auch Pferde geritten, das wusste ich gar nicht, okay. Wo habt ihr den Stall? Ja, den Mustang hast du geritten. Keinen Scheiß bei. Nein, es tut mir leid. Nein, das ist das Motorrad-Outfit. Ich weiß nicht, hast du die beschriftet? Hast du da noch Zettelchen drin? Okay. Das ist für SWAT, das ist... Das war eine Übung, glaube ich, die du gemacht hast. Okay. Passt, also... Das ist die nur eigene Da habe ich so ein Bild gesehen in dieser einen Zeitschrift. Da haben die meisten haben dann sowas dazu noch getragen. Jetzt reicht's. Oder? Bitte pack die Waffe weg. Ich habe sogar noch längere davon. Okay, warte mal. Gib mir die mal bitte alle.
Ja, gerne. Oder warte, ich nehme sie, okay? Darf ich die überhaupt übergeben? Ja, einem anderen Officer darfst du die. Ich nehme die mal, ja? Ich bin kurz so dreist, okay? Ja. Das ist jetzt zu deinem eigenen, zu unserem und deinem eigenen Wohl. Werde ich die Glocken mir mal einmal nehmen? Du hast mir im Auto gesagt, dass meine Hände ja auch Waffen sind. Das heißt, die kannst du mir nicht abnehmen. Nein, die werde ich dir nicht nehmen, weil ich glaube, dass du die richtig einsetzen zu weißt. Du sagst, alles, was Aua macht, sind Waffen. Ich kann dich auch noch beißen. Ja, mit einer Maske, glaube ich, tut das nicht so weh. Obwohl. Herr Morris? Ja. Kommen Sie einmal bitte gleich ins Büro. Ja, natürlich. Welches Auto? Mit dem wird nicht ziemlich warm. Also ich weiß, das ist... Ja, das ist normal. Ziehen Sie das an, was Sie vorhin davor, die zwei das davor hatten. Das ist ganz normal. Das ganze Platz so wie ich. Ähnlich. Ach so, okay. Genau. Was willst du mit ihm machen? Aufklären. Oh Gott. Ja, jetzt... Also mit. Gehen wir jetzt ins Filmbüro. Wir gehen jetzt ins das ist Ihr Büro, tatsächlich. Darf ich mitkommen, Schmidt? Ja, nein? Ja, komm rein. Nimm so mal Platz. Jetzt bin ich mal gespannt. Eieiei. So, Amaris. Erfährt jetzt so ein bisschen was über das PD und was ich so über Sie kenne erzählen. Vielleicht fällt Ihnen dann noch irgendwas ein, vielleicht können Sie damit irgendwas anfangen. Muster. Sollte es tatsächlich zu viele Informationen sein, dann sagen Sie mal bitte kurz offiziell Bescheid, ja? Ja. Sehr schön. Okay, Sie waren, oder zumindest laut meinem Stand, haben Sie mal hier, oder waren Sie auf jeden Fall schon mal Commissioner, haben das ganze LAPD hier geleitet. Was ist ein geleitet. Commissioner? Genau, ja, stimmt. So schnell können wir ja nicht gehen. Der Commissioner ist das Ranghöchste hier im LAPD, kümmert sich, dass das LAPD läuft und so weiter und so fort. Ja, also kümmert sich wirklich um das PD läuft, dass das Personal läuft, schaut, dass das PD ihre Aufgaben nachgeht und so weiter und so fort. Ich denke mal, du weißt ja, was ein Polizist ist, oder? Das habe ich jetzt mittlerweile schon, also so wie der Herr in Grün und die und so. Auch neulich Tante ich Wolli. Jetzt. Hat denen das alles gesagt? Genau, also es ist so, dass du Commissioner warst und du hast dann irgendwann schon von Anfang an, wo du Commissioner wurdest, gesagt gehabt, dass du nur so lange Commissioner bleibst, bis das PD läuft. Somit bist du dann irgendwann zurückgetreten und bist dann Captain geworden. Deswegen hast du auch auf deiner Dienstmarke, ich weiß nicht, ob du die schon in deinen Taschen gefunden hast. Kannst du mal reinschauen. Wie sieht das aus? Das ist so ein Polizeiausweis mit so einer. Das ist so ein Portemonnaie mit so einer PD-Logo drauf. Ah ja, warte, ich habe da so was Ähnliches. Ah ja. Ja, genau. Da steht. Okay, ja, so LAPD was Morris Ähnliches habe ich einstecken, ja. Genau. Das ist ihre Dienstmarke. Ja. Dementsprechend sind sie dann Captain geworden. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, dass sie jetzt einen Gedächtnisverlust erlitten haben. Der Kollege, also wie hieß der da draußen nochmal schnell? Kollege Walkman da draußen. Kollege Lieutenant Walker. Walker, nicht Walkman. Und... Walkman! Ja, ich habe in einer Zeitschrift habe ich mal was über digitale Geräte gelesen und da war was mit Walkman und sie haben mich irgendwie so an Walkman, ich kann digital, mich nicht erinnern. Walkman. Ja, und ja, ich konnte sicher das Walkman identifizieren. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Bei Walker. Der Kollege Walker. Ja, Kollege Walker. Aber was war da, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, Walker. Irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall hat mir Tante Wolli hat mir erzählt, dass ich einen Kopfschuss bekommen haben soll. Und okay. Ja. Ah ja, und ein Arzt und wie hieß der Glatzköpfige nochmal? Street haben mir erzählt, dass ich von so einer Waffe ein paar Mal durchlöchert worden bin. Kopf. So. Aber ich frage mich so, ich kann mich halt, ich bin halt dort aufgewacht, so ich fühle mich wie neu geboren. Also ja. Ja.
mit, ihn unten vielleicht einen Waffentest machen lassen und einen Mustang, seinen Mustang ihn auspacken lassen. Das sind alles zwei gut. Dinge. Alles gut. Also wie gesagt, sie haben hier als dann das Pideon mit dem Captain-Rang unterstützt, waren einer der besten und ich glaube sogar der beste Mustang-Fahrer im LAPD. Also sie konnten wirklich sehr, sehr gut mit der Highspeed umgehen. Das war das erste, an das ich mich erinnern konnte, nachdem ich aufgewacht bin. Okay, da können wir ja gleich mal zum Fahrzeug hin. Vielleicht bekommt er dadurch auch nochmal irgendwelche Erinnerungen. Hatte ihm eben meinen gezeigt. Ja. Ja, hauptsächlich wissen sie, wo ist, wie sie das aufmachen, wo sie es finden. Sie haben gerade ein bisschen sich verschluckt. Wissen Sie, wo das Leitstellensystem ist? Was? Okay, warte mal. Alter. Du kannst ihm eine komplett neue Grundausbildung geben. Du kannst den in die Police Academy direkt mit aufnehmen. Rookie. Schauen Sie mal, nehmen Sie mal das Tablet bitte. Ich gebe Ihnen das mal. Ja. So, ich nehme auch eins. Ich hab keinen Zugriff dazu, sagt er mir. Er ja, schreibt, ich bin nicht im Dienst. Ich glaube, genau, sie müssen sich ja noch einstempeln. Ja, aber. Willst du das Risiko eingehen, dass er sich jetzt irgendwo einstempelt? Ich kläre das. Zur Not mache ich eine Grundausbildung mit dem. Kommen Sie mal mit. Oh, habt ihr das PD schon gezeigt? Waren wir gerade bei. Ich sag dir ehrlich, Schmidt, komm gleich mal bitte einmal. Ja, ja. Schauen Sie mal da vorne. Also ach, ist so eine Uhr ist hier, ja. Ja, genau, hier vorne ist auch ein Blatt, wo Sie sich eintragen müssen, dass Sie jetzt in Dienst gehen. Die Uhr hat mit mir gesprochen. Sie sind jetzt angemeldet. Cool. Genau. Ich weiß nicht, fühlen Sie sich überhaupt in der Lage, in den Dienst zu gehen? Also alleine schicke ich Sie auch eh nicht auf Streife, aber fühlen Sie sich überhaupt in der Lage dazu oder wollen Sie nicht lieber erstmal Ihr Privatleben nachgehen? Wie meinen Sie? Ich habe kein Privatleben. Das Einzige, was ich weiß, ist Mustang und LAPD. Okay, dass ich Waffen in der Tasche hatte. Und Tante Wolli hat mich abgeholt. Ja. Und ich habe jetzt Walker kennengelernt und Schmidt und Ivan. Kollege Miller, hallo. Miller, ja. Ach ja, Street. Ja, mit der Glatze. Ja, genau. Wir dürfen sie nicht verwechseln. Mittlerweile ist er nicht der Einzige mit einer Glatze hier im PD. Okay, schade. Genau, also wie gesagt, nehmen Sie sich am besten nochmal das Tablet, was Sie auf die Couch gelegt haben. Und öffnen Sie mal das PCAD. PCAD. Rookie? Ah. Ja, bitte. Ja. Genau. Also, ich erkläre es jetzt einmal ganz kurz schrittweise. Wir haben oben einmal die Gefahrenstufen, siehst du die? Ja. Genau, die ist bei mir grün. Genau, das ist die geringe Gefährdung. Bei der geringen Gefährdung heißt, draußen auf der Straße ist meist alles normal. Wir tragen keine Schussweste oder Schutzweste ist freiwillig, sagen wir mal so. Tragen aber keine Langwaffe hinten auf dem Rücken. Und haben keine Adam-Pflicht. Sobald wir erhöhte Gefährdung haben, die setzen wir meistens dann aus, wenn wir irgendwie besondere Situationen haben, mehrere Schießereien, Entführungen oder ähnliches, dann tragen wir Schusswesten und eine Langwaffe hinten auf dem Rücken. Aber die Waffen sind mir gerade abgenommen worden. Ja, Waffen gucken wir gleich nochmal. Und dann haben wir die akute. Mein Handy hat gerade geklingelt. Ja, das war ein Dispatch. Was ist ein Dispatch? Klären wir gleich. Machen alles Schritt für Schritt. Die holsterte Waffe bei den Mechanikern. GPS setzen. Nein, nichts machen bitte. Kann ich denn. Warte mal. Ich nehme mal das Handy weg. Okay. So, nichts machen bitte. Ja, ich habe mein Tablet und. So, gehen Sie nochmal ins Picket rein. Hier steht mein Name. Machen alles Schritt für Schritt. E1 Morris. Sind Sie drin? Ja, ich schaue gerade auf das Tablet. Perfekt, danke dir. Hallo? Hallo? Ja, was? Hallo? Ja?
Ja. Ich schau gerade auf das Tablet. Okay. Da haben wir dann noch, also wie gesagt, geringe Gefährdung grün. Erhöhte Gefährdung gelb, habe ich ja gerade erklärt. Und dann haben wir die akute Gefährdung, das ist die rote Stufe. Die wird nur ganz, ganz selten ausgerufen. Und dann haben wir tatsächlich auch zusätzlich eine Adam-Pflicht. Also Langwaffe hinten auf dem Rücken, Schutzweste an und eine Adam-Pflicht. Adam heißt bei uns, dass wir zu zweit fahren. Okay. Okay. Genau. Das zu den Gefahrenstufen. Was? Irgendwas hat gerade an meiner Schulter gepiepst. Ja, Sie haben gerade die akute Gefährdung ausgerufen. Nichts machen, bitte. Oh. Nein, auf meiner Schulter hat gerade etwas gepiepst. Da stand gerade was von einer Position oder so. Das der Position-Button. Ja, ja, alles gut. Das ist die Positions-Button, da kommen wir gleich zu. Wie gesagt, dann haben wir links noch Informationen, wann die Air-1, das ist unser Helikopter, in der Luft war. Der Juwelier, die Nationalbank und die Fließerbank, das letzte Mal ausgeraubt wurde oder wir dort Einsätze hatten. Wieso raubt man sowas aus? Das müssen sie am besten die kriminellen Leute fragen. Kann ich, wo kann man die das fragen? Das war ironisch gemeint. Ach so. Nee, also wir, okay. Fangen wir mal ganz vorne an. Das LAPD sorgt dafür die Sicherheit. Wir schauen da wirklich, dass der Juwelier nicht ausgeraubt wird. Und sollte er ausgeraubt werden, schauen wir, dass der Ladenbesitzer, eventuelle Geiseln, die vorhanden sind, alle heil da rauskommen, dass wir die Täter gefasst bekommen. Zusätzlich natürlich auch die Beute. Darauf konzentrieren wir uns. Wir rufen Sperrzonen aus, sperren alles ab. Aber da möchte ich jetzt gar nicht detailliert drauf eingehen. Hallo, Bada. Ich glaube, das könnte jetzt für den Anfang tatsächlich noch zu viel sein. Jetzt ist erstmal die Frage, fühlen Sie sich wirklich fit, in den Dienst zu kommen? Also ich fühle mich wie neu geboren. Okay. Schmidt! Nein! Stopp! So. Du, Schmidt, du merkst? Schmidt, nein, komm mal mit, bitte. Woll seid. Ja, Schmidt. Hey, da drüben ist ein Schrank offen. Ja, soweit ich weiß, können Sie da, haben Sie da auch einen Schlüssel zu, da können Sie... Konto abheben. Genau, da ist viel Geld drin, ne? Angestellte verwalten. Genau, das sind die Mitarbeiter von uns. Da Sie eine relativ hohe Position haben, sind mit in der Führungsposition. Also Ihr Name ist Miller. Miller, genau. Es gibt zwei Miller. Hey, ich kann Sie feuern. Ja, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe nichts verbrochen. Officer 3, warten Sie mal hier. Wall Sergeant. Genau. Warte, jetzt muss ich noch hier Walker. Jonas. Nee, es gibt mehrere Walker. Louis. Es gibt Louis. Louis Walker, Noah Walker und noch einen Walker. Und du bist Louis. Ja. Lieutenant 2. Lieutenant, genau. Okay. Richtig. Und. Ah, ich kann sie auch feuern. Kann sie auch befördern. Sie können das ganze LAPD feuern, wenn sie wollen, aber das bitte nicht zu tun. Ich kann hier Leute feuern. Morris? Ja, cool. Bitte lassen Sie das. Ja? Morris, Tante Wolli wird sich jetzt wieder in den Schrankdienst verziehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Ja, Die Ohren steif. Dankeschön. Schön auf die Jungs hören. Ja, machen wir. Dankeschön. Tschüss, Wolseid. Kein Problem, gerne. Viel Spaß beim Tee kochen. Ja. Ich kann hier Leute abheben. Ja, also... Cool. Nichts drücken da. Herr Morris, kommen Sie mal da weg, bitte. Ja. Und das Also, sind wir schon durcheinander hier. Also, dort vorne am Management, dort vorne am Computer bitte nichts machen. Sie haben zwar Berechtigung dazu, aber das bringen wir Ihnen alles bei, wenn es soweit ist. Aha. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie sich in der Lage fühlen, den Dienst des LAPDs nachzugehen... Ich hab ein bisschen... Hören Sie mir zu? Ja. Nein, kein Alkohol im Dienst. Wenn ich in der Lage bin, im Dienst zu sein? Kein Alkohol im Dienst. Sie lenken sich gerade zu viel ab. Setzen Sie sich mal da vorne hin, bitte. Ja. So, wenn Sie sich in der Lage fühlen, in den Dienst zu gehen, gehen wir jetzt mal für eine Stunde oder sowas mal auf Police Academy Gelände. Ja. Und dann gehen wir mal Grundsachen durch. Voraussetzung ist aber, dass Sie sich wirklich dafür in der Lage fühlen. Und sobald wir das gemacht haben auf dem Police Academy Gelände, ja, schauen wir weiter,
ob wir sie Streife setzen oder ob wir sie Office Duty schicken gleich. Müssen. Immer dieser blöde Handy. Ja, machen wir. Gleich. So, okay. Dann gebe ich ihm jetzt hier mit einmal das Handy wieder. Ich gehe gleich erstmal hoch an der Polizei. Dankeschön. So, wie gesagt, dann fahren wir einmal rüber und dort können Sie sich auch nochmal Ihre Highspeed anschauen. Also ich habe hier auf der Schulter. Oh. Ja. Das war ein Positionsbutton. Der andere nicht drücken. Den anderen, der ist auch negativ. Alles gut. Oh. Das war der Panic-Button. Das war ganz schön laut. Ja. Ich drücke gerne an Dingen herum. Na, ich merke schon, bitte, die bitte lassen nicht. Sich auch ganz schön ablenken. Komm so mit. Dem wurde noch nicht hinten die Kammer gezeigt, wo er sich seinen Kram holt. Da waren wir noch nicht. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin, weil sonst nehmt ihr sonst alles. Ah, nee, sonst hol das wieder alles. Nee, nee, stopp. Mal nachher. Da lässt sich uns ablenken damit. Ups. Dankeschön. Komm so mit. Aber ich mag euch. Ist alles gut, ist negativ. Was bist jetzt die nettesten Kollege, Menschen, die mir bis jetzt Morris begegnet sind. Verlust. Ja, Kuss. Kuss, Morris, Kuss. Schönes Auto. Setzen Sie sich mal jetzt rein. Ich muss auch hoch an der Police Academy. Dankeschön. Anschnallen. Genau, einmal anschnallen. Gut, einmal muss ich einklicken. Helfen, ne? Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt einmal zum Police Academy Gelände und dann bringe ich mal ein bisschen... Ja, wo ist das? Oben auf dem West Highway kennt... Ja, dumme Frage. Wo ist der West Highway kommt jetzt? Ja, genau. Ne, wir fahren jetzt Richtung Westen, den Highway lang. Ja, wissen lang. Sie, dass ich das jetzt fragen wollte? Schlauheit, ne. Was war das gerade für ein... Da war nur gerade irgendwie so... Wow. Ja, das war mein Radar. Mein Fahrzeugradar, da kommen wir gleich zu. Machen alles ganz, ganz langsam. Sind das da drüben Verbrecher, weil die keine Uniform tragen? Nee. Nein. Das sind ganz normale Bürger von LA. Okay. Und Bürgerinnen natürlich. Heißt zufällig, ich habe was einmal vom König gelesen. Das heißt, wenn das jetzt Bürger sind, ist dann der Burger King, ist das dann da quasi der. Ist das dann der Chef? Nein, Burger King ist eine Marke, da kann man so. Essen kaufen. Ich dachte mir nämlich, dass der Burger King nämlich dann der König von den Bürgern ist. So. Haben sie was Essen da oder müssen wir es kaufen? Ich habe von der Cafeteria dort noch habe ich was mit und ich habe irgendwie, bin ich mit Essen in meinen Taschen bin ich irgendwie aufgewacht. Ich habe noch sowas in dem Karton verpackt, habe ich noch so... Dann haben sie wahrscheinlich was von der Cafeteria, also haben sie wahrscheinlich was von der Cafeteria mitgehen lassen im Ocean. Wo sind wir hier jetzt? Wir fahren jetzt einmal zu McDonald's. McDonald's? Fastfood-Kette. Ja, da steht Kann McDonald's ich. Drauf. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist genau. Richtig, ja. Das goldene M. So, wenn Sie was zu trinken oder was zu essen kaufen wollen, können Sie hier mal bestellen. Das kostet ja Geld. Das ist richtig, ja. Haben Sie kein Geld dabei? Ich habe Geld dabei. Hat schon wieder mein Handy geläutet. Ja, das bekommen Sie häufiger. Furchtbar. Fürchterlich. Ich habe mal ein bisschen hier was gekauft. Hat das ein Ablaufdatum? Im Prinzip nicht. Ich würde nur nach 5 Tage, eine Woche würde ich auf keinen Fall mehr essen. Alter, bitte Schmidt. Ich esse mal was. Ich habe da gerade sowas auf Hamburger. Das sind, da ist Brot, Fleisch, Moin, Zwiebel, ja, irgend so eine rote Zehe-Flüssigkeit. Das ist Ketchup. Ja, okay. Genau, das ist im Prinzip sind das Tomaten mit ein bisschen Zucker und das wird dann zu Ketchup.
Schmeckt ein bisschen so säuerlich und süß. Ja, genau. Schmeckt aber gut. Und Gurken. Aber dann esse ich wäre Gurken. Möglich tatsächlich, ja. Einmal, sprech das mal mit Davis ab, bitte. Was? Perfekt. Bis dann. Dann das Gelbe gibt's, dann dasselbe gibt's nochmal in Grün, nur mit Käse drauf. Das ist dann Cheeseburger. Sowas habe ich auch bestellt. Warten Sie mal. Aber ich bin gerade irgendwie, wenn ich jetzt noch was esse, dann platze ich. Den brauchen Sie ja nicht. Platzen will ich nicht. Ich bin doch kein Ballon. Nee, wäre nicht so clever. Moin. Ist. Das kommt mir bekannt vor. Halten Sie mal an. Halten wir an, Schmidt. Terminmäßig oder? Jetzt ist es weg. Aber dieses Haus vorhin, das hat mich erinnert an diese Filme, was ich gelesen habe. Ja. Was war das? Das Playboy. Genau, Playboy. Ich würde mal mit der AMR-Führung sprechen. Das ist richtig, aber wir müssen da tatsächlich einen neuen Termin rausmachen, weil ich hier gerade einen Kollegen habe, der an sich nichts erinnern kann. Ich muss mich jetzt erstmal um ihn kümmern. Und dort werden diese Filme gedreht? Alles da. Das weiß ich tatsächlich nicht, was da gedreht wird. Diese Fotos geschossen. Ist er noch bei dir? Dann sag dem Bescheid, dass ich den Termin erstmal absage und müssen wir später machen. Ganz schön groß. Bis dann. So, und das hier ist der West Highway. Das kenne ich. Hier oben bin ich aufgewacht. Genau, da hinten hinter uns ist das Ocean. Da bin ich aufgewacht. Genau. Und hier ist der West Highway, weil wir hier im Westen sind, der Stadt. Das ist der Highway, der im Westen verläuft. Jetzt hat schon wieder sowas mit mir gesprochen hier. Alles gut, das war... Was mit Closing. Ja genau, das war mein Fahrzeug da. Wir können da mal schauen hier vorne im Fahrzeug. Da ist eine Taste, da müsste eine 5 draufstehen. Ja, da habe ich... Aha. Ah, da ist so ein Formular. Da ist so eine Bedienung. Ja. Genau, und dann gehen sie unten noch... da müsste noch ein blauer Knopf sein, der linke. Ich weiß nicht gerade noch, was da draufsteht. Play Reader oder sowas. Ja, genau, da gehen sie drauf und dann gehen sie nochmal auf Toggle Display. Müsste da irgendwo sowas stehen. Genau. Dann können sie die Fernbedienung wieder hier ins Fahrzeug legen. Das ist das Fahrzeugradar. Da können Sie Kennzeichen ablesen und halt, wie schnell wir sind, wie schnell andere sind, vor uns, hinter uns. Wie schnell darf man hier fahren? Auf dem Highway darf man immer 130 fahren, genau. Man kann auch immer vor uns fährt gerade 93. Genau. Kopflosen fahren immer ein bisschen langsamer. Was ist kopflos? Kopflos, das sind Ureinwohner. Auch Einwohner, aber die sprechen ungern mit uns. Okay. Die ignorieren uns und wir ignorieren die existieren einfach. Okay. Alle haben beim Überfall die Hände, nur nicht der Fritz, der hielt's für einen Witz. Watson, danke für 50 Euro mit Überweisungsgebühren. Freunde, lasst mal einen Herzring da zum Einstimmen hier. So, Dankeschön, lieber Watson. Die Tunnel sind nämlich nur 100. Slow. Wahrscheinlich jetzt gleich hier irgendwas kommen. Oh. Also wie es aussieht, war hier was. Ist aber jetzt nicht mehr da. Sah aber gar nicht gut aus. Ja. Da vorne sind voll viele Zäune. Morris, hast du ein Funkgerät dabei? Ich hab, ja. Funk, ja, das hat mir... Tante Wolli hat mir vorher gesagt, was ein Funkgerät ist. Er ist, ganz kurz, nicht, dass du es verwechselst, er ist nicht deine Tante. Er hat sich jetzt nur ausgegeben als eine Tante. Oh. Ich weiß sowieso nicht, was eine Tante ist, also von dem her. Ich dachte, das ist sein Vorname. Bitte kein Server-Crash jetzt.
Ich glaube, jetzt crasht der Server. Hallo? Hört man mich noch? Ja. Ah. Ja. Ja, war klar. Es war so klar. Oh, nee. Es war so klar, dass es passieren muss, oder? Es war so klar. Mensch, Meier. Jetzt kann ich wieder... Ja, geil. Und 5M schaltet ein neues Update hinterher. Perfekt. Scheiß drauf, Leute. Ich wusste, weil plötzlich, weißt du, er bleibt plötzlich so stehen, ne? Und auf einmal denke ich mir so, hä? Eine Scheiße, Junge. Darf doch wohl nicht wahr steinern hier. Ja, Robert. Danke. Für nix. Darf ich erstmal Homeland? Freunde, jetzt kommt wieder Homeland-Dienst vom Feinsten. Kann ich wieder aushelfen. Dann komme ich wieder ins RP zurück. Danke, Robert, wieder für diesen unglaublich tollen, schmankerlhaften Absturz. Ja! Freunde, in der Zwischenzeit machen wir mal hier einen Like-Regen rein in die Bude. Let's go, Freunde. Lass mal einen Daumen nach oben da für den Server. Oh. Vielleicht braucht der auch mal Motivation. Zu kotzen! Randy Gargano, dankeschön fürs VIP werden. Das ist echt zum Kotzen, ne? Jetzt sitze ich dann dort. Oh nee, jetzt kann ich wieder. Ich mache mal Homeland, Matze. Ja, moin. Scheiße. Guten Tag. Moin. Servus. Guten Tag, guten Tag. Nein. Guten Tag. Keine Autos klauen hier. Na, hör mal. So, ging das irgendwie hin, geschissen. Ach du, oh. Danke. Tag. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Warte mal, ich bin alle hier? Jetzt im Bus. Hui! Wir müssen auch zur Academy, wir waren da eben auch. Zufälligerweise weiß ich gerade, dass es LAPD ist. Einmal einsteigen. Yo! Was ist da denn passiert? Macht's die Busse voll! Warte mal, hier einfach vorne ist noch Platz. Ja? Was? Dich voll? Jetzt müsst's gehen. Einmal einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Warte mal. Leute, Zentraldrehung, ich glaube, du musst nochmal einsteigen. Ah, oh, fast schon. Nee, jetzt ist einfach keine Kraft zum Einsteigen. Ja, schlapp. Andel, ich dachte, es wäre besser geworden. Ja, wurde ja besser, nur noch einmal alle drei Tage. Ja, geil. Ja, Andel? Ja. Wäre es möglich, einen Stadtwerkebus zu bekommen? Jo, ich muss eh noch ein paar Busse hier haben. Sicherung! Ich will es auch nicht sehen. Sicherung! Danke! Ich bräuchte einen PD-Bus. Und einen Marshall-Bus. Bus steht, PD-Bus müsste da hinten schon sein. Ja, wir müssen zum Supreme Court. Wir müssen zum Supreme Court. Warte zum Ganzen. Ich hab mich in der Fahndung. Ach, Mike ist ja schon da. Ja. Dankeschön. Nehmen Sie die Busse, einsteigen bitte jetzt gleich. Nehmen Sie die Busse. Ja, verstehe ich, dass du da nicht mit dem Bus sitzt. So, warte mal. Braucht sie auch einen Bus? Zur Passierung? Ein paar Busse. Gott sei Dank ist Mike schon da. Jetzt werden dann nicht gleich alle Admins kommen. Machen wir mal die Busse hier vor. Ah, Steffi. Fahrt's mal weg mit dem hier. Warte mal. Hallo. Ist der Bus, oder? Doch. Na, Baby. Geht da, Baby. Hier ist auch noch ein freier Bus da hinten. Okay. Danke. Oh ja. Wir treffen uns dann einfach am Gelände wieder oben, ne? Können wir machen, ja. Ja, passt. Ich bring uns dann hin. Wer war nochmal der Dritte? Freddy, ja. Ist dann auch da. Danke, Kuss. Lieber. Ich bring uns einfach direkt nach oben, ich sag. Jo, passt. Passt.
Ja, Garage haben wir eh dort. Was denn das? Ja. Hallo. Die Admins sind jetzt eh da. Warte mal. Warte mal, der eine war Royal Gamer. Wie ist nochmal der andere schnell? Weißt du zufällig von dem den, warte mal. So, Herr Morris, geht's mir gut? Warte mal, wie ist der andere nochmal schnell? Weißt du den Steam-Namen von Hallo? Dem zufällig? Hallo? Ja, nichts. Schmutz. Ah, scheiße. Wie hieß denn der andere nochmal? Wie heißt der? Funkcheck? Hallo? Wieso hörst du mich jetzt nicht? Hallo? Mhm. Oh nee. Ich höre nichts. Warte mal. Wie ist denn der andere Kopf nochmal schnell? Moment. Wie hieß denn der dritte? Ich hab das vergessen. Wie hieß denn der? Warte, ich trag dich. Scheiße. Ja, kann ich machen. Achso, ja, okay. Perfekt. Enkel muss, keine Ahnung, der ist nicht mehr hier. Der ist irgendwie an, der muss einfach hoch. Ich warte eben mit rein. Nee. Da, wo man immer aufwacht nach dem Sturm. Victor, dann wechseln wir am Funk 2. Hallo. Moin. Hörst du mich jetzt? Ja. Wie hieß denn der dritte, der noch mitgefahren ist bei uns? Sebastian Miller. Hast du den Steam-Namen von dem? Ich könnte ihn anrufen. Ja, ich brauche, dass ich ihn herportieren kann. Ja, warte. Geht auch ID? ID geht auch. Warte mal, Pinky. Pinky. Sag mal deine Versicherungsnummer. Pinky? Ja. Und auch bitte so, dass bei dir, keiner in der Nähe ist. Pinky. Das ist er. Ist er, frag ihn, ob er gerade frei ist. Ja, ja, pack ein. Jo. Jo. Versicherungsnummer 24, aber warte noch bitte kurz. 24, Chat, ihr wolltet mich reinlegen. Jo, jetzt kannst du. 24. Gross. Ja. Ah ja. Hokus Pokus Fidibus. Wolltest du mich schon wieder reinlegen, ne, Chat? Danke für nix. Warte mal. Komm mal in den Funk 2 wieder. Ja, warte. Meine Weste aus. Oh mein Gott. 206 oder 2? 2. Gut. So. Alles gut bei Ihnen, Herr Morris? Ja, ja. Ich bin gerade. Nach einem kleinen Erdbeben hier. Mal wieder. Oh ne. Okay. Max, von danke fürs Bier. Funkgerät. Genau, ob er ein Funkgerät hat, was bringt. Ja, ja, das habe ich. Okay, kannst du es einmal rausholen? Okay, und jetzt trag mal die Funksequenz 2.00 ein. Kannst auch 2 eingeben. Ja, bin. Ja. Genau. Okay. No. Jetzt tu dein Funkgerät wieder an die Weste und versuch mal zu funken. Hallo? Ja, genau. Check. Sehr schön. Dann sind wir nämlich schon mal in einer Funksequenz. Wenn was sein sollte, kannst du uns da überreichen. Warte mal, was macht denn das Rädchen hier? Warte mal, was kann denn das hier? Also mit dem Rädchen kannst du. Hallo? Ja. Ja, genau. Lauter stellen. Aber auch das so, okay. Selber lauter stellen und leiser stellen. Verstehe, okay, okay. Einfach auf, lachen wir das. Okay, weil ich habe das nur das Rädchen gerade hier entdeckt. Ja, alles gut. Wir wissen ja mittlerweile, dass er kleines Spielzeug ein bisschen mag. Okay, komm mal mit. Jetzt, und jetzt wäre ich aber, jetzt wäre ich dann fahren, so wie ich halt immer fahre. Das werde ich nicht verlernt haben, das Fahren. So schießen und fahren, da tue ich jetzt so, als ob ich nie was anderes in meinem Leben mache. Ich habe hier meine Fahrzeugliste von dir. Ja. So. Nehmen Sie die einfach am besten mal und dann kannst du mal in deine Fahrzeugliste reinschauen. Findest du da irgendwo einen Mustang? Ja, hier. Mustang 19. Der genau.
Genau. Das ist der. So. Kannst du dich mit dem Mustang erinnern? Ja, ich konnte mich schon nach meiner quasi aufgewacht bin, konnte ich mich an den erinnern. Da kam dieser Street und da konnte ich mich sofort an den Mustang erinnern. Und ich habe ihn heute auch schon gesehen. Den Herrn Street heute schon gesehen? Nein, den Mustang. Meinen Mustang hat er gesehen. Ich wollte schon sagen, hä? Nee, das ist der Street. Nee, von dem Kollegen da drüben, den Mustang habe ich gesehen. Ah, okay. Magst du damit hier mal im Gelände rumfahren oder möchtest du lieber noch ein bisschen Input bekommen? Ich kann gerne damit rumfahren, also. Das ist dir überlassen. Also wir fahren jetzt nicht auf Streife, sondern nur so ein bisschen Probefahren mit dem Ding. Dass du hier mal über die Flugfelder genau pusht. Ja, kann nur jemand mit einsteigen? Ja, ich steig ein. Ja. Ich fahr euch mal hinterher, falls irgendwas passiert. Ja, ja. Also so wie bedient man das jetzt? Hast du noch kein Fahrzeug bedient? Schau mal, du hast unten 3 Pedalen. Ja. Also ich habe da nur 2. Okay, dann hast du hier nur 2 drin, tatsächlich. Das ist einmal das Gas und die Bremse. Ich habe mal in einer Zeitschrift gelesen, dass ein Mustang ein Automatikfahrzeug ist und Automatik nur 2 Pedale haben. Ja, das kann gut sein. Ehre genommen! Ich fahre gerne Schalter deswegen. Naja, okay, dann hast du auf jeden Fall hier Gas und Bremse. Ja. Drück mal das linke. So, damit gibst du Gas. Mhm. Wenn du auf das rechte drückst, bremst du. So, lenken, glaube ich, muss ich nicht erklären, das sollte selbstverständlich sein. Ah. Ja. Oh, okay. Pass auf. Lenken muss genau wahrscheinlich hier mit dem Rad. Genau. Ah. So, blinken, nimmst du einmal links am Lenkrad, ist der Blinker. Ah, ja. Genau, der linke Schalter. Sag mal, da rechts, rechte Schalter. Okay. Genau. Dann gibt es noch die Warnblinker. Die kannst du hier in Mitte mit dem roten Kreuz drücken. Nein, nicht Kreuz, Dreieck. Ja. Hast du? Ja. Okay. Bei mir leuchtet nur einer. Ja. Mach mal den Blinker aus. Aus. Ja. Nee, du machst. Ich hab halt den linken an, dann machst du den rechten an, jetzt hast du aus, genau. Ja. Und jetzt drück mal auf das Warndreieck hier vorne. Ja. Nee, du drückst nicht auf die Warnblinker. Hier. Guck mal, so ähnlich wie bei mir muss das aussehen. Hier. Kriegst du es hin? Oder brauchst du Hilfe? Drück hier auf so ein Dreieck. Passiert aber nichts. Miller, was steht unterm Dreieck? Da ist so Post und 1. Okay, passt. Schau mal, Post 1. Unterm Dreieck steht das. Ja, genau. Ich hab also falsche Dreieck gedrückt. Oh. So, jetzt hast du die Warnblinker an. Mach die mal wieder aus, genau. So, und jetzt versuch mal ein bisschen Gefühl erstmal für die Highspeed zu bekommen. Für den Mustang. Frühzeitig bremsen. Auf, hier liegen überall Raketen rum. Also es ist eigentlich im Endeffekt Gas, bremsen. Au. Miller, halt mal Abstand bitte. Der ist mir gerade reingefahren. Ich weiß. Okay. Also Gas, dann kann ich lenken und bremsen. Genau. Muss ich sonst noch was wissen? Und je mehr Gas ich gebe, desto schneller wird er. Ja, genau, umso schneller wird es, aber das ist eigentlich selbsterklärend. So, pass auf, hier sind Raketen links, ne, von uns. Okay, das war anders. Ansonsten, was noch wichtig ist. Ja, genau, was auch noch wichtig ist. Dass du mit deinem Autoschlüssel das Fahrzeug immer zuschließt. Egal wo du bist, wie du bist, immer zuschließen. Auch auf der Fahrt.
Der ist mir aber auch immer im Weg, der Kollege. Aua. Au. Geht's dir gut? Der kam schnell. Aua. So ein Scheiß hier. Eieiei. War euch alles gut? Ja, ich... Der, Miller, erschrocken. Bleib, ja, bleib mal bitte hier vorne, ich glaub, du stehst im Weg. Ich warte mal lieber. Brauchst du einen Arzt oder geht's, Morris? Ich brauch keinen Arzt. Schau mal, ich hab dir mal eine Weste rübergegeben, zieh die dir sonst mal an. Danke. Ich dachte, ich hatte schon eine an. Der Kollege, der hat's, aber der knutscht mich gerne. Warte, ich würde nochmal gerne eine Runde drehen. Ihr macht das. Auto geht sogar nicht. Denk daran, das Fahrzeug abzuschließen, ne? Was ist dieser Hebel in der Mitte hier? Hebel hier in der Mitte? Warte, ich zieh den mal. Oh! Das ist die Handbremse. Oh! Ah, okay. Also mit die kann ich auch noch verwenden. Die kann man auch gut verwenden, ja genau. Muss ja nur gucken, dann rutscht man halt so ein bisschen. Schmidt! Alles gut. Ich schwöre, ich war das nicht. Ich weiß, dass du das nicht warst. Ich habe gerade schon gesehen, dass der abgehoben ist. Da war, glaube ich, ein Pilot drin oder sowas. Ich schwöre, ich war das nicht. Alles gut. Ey, das ist voll cool. So. Soll ich dir mal die Blaulichter zeigen? Mir gefällt. Na, die hat mir der Kollege schon gezeigt. Ah, ja, der vorhin, das war hier dieser Knopf und dann gab es noch die. Ja, genau. Und die verschiedenen Sirenen kannst du mit dem Knopf da drunter anmachen. Genau. Ah, ja. Das heißt, wir fahren uns auf jeden Fall nicht verlernt. Ich fühle mich da total wohl. Mir macht das Spaß. Okay. Ui. Das ist eigentlich total einfach. Ist eigentlich relativ einfach. Ich kam gerade so auf den Trick. Warte mal. Jetzt kommt's. Hey, das funktioniert! Ist ja cool! Das ist richtig. Ey, das ist voll geil! Das funktioniert ja wundervoll! Also das macht mir Spaß, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, das glaube ich dir. Da sehe ich mich komplett in meiner Rolle. Nur müssen wir jetzt gleich noch mal ganz kurz, wenn du in der Lage dafür bist, dafür sorgen, dass du den Rest noch hast. Und dann kannst du schon mit einem weiteren Kollegen, also alleine schicke ich dich nicht auf Streife, aber dass du mit einem weiteren Kollegen dann gerne auf Streife fahren kannst. Von mir aus auch mit der Highspeed. Das ist ja geil. Da können wir dann schauen. Grüße. Moin. Guten Tag. Fahrt ihr jetzt hier auf dem gesamten Gelände rum? Ab und zu, ja. Ja, weil ich jetzt nämlich Absicherung des Sperrgebiets machen wollte. Ja, mach das ruhig, alles gut. Ja, gut. Mach dann in dem Bereich die Sperrzone, dann halten wir uns schon davon fern, alles gut. Ja, nur weil die halt auch gleich halt alle anfahren, ne? Ja, alles gut. Wir fahren jetzt gerade erstmal nicht, also jetzt nicht mehr. Ja, tippitoppi. Passt. Danke euch. Ja. So. Dann komm mal raus, Maris. Soll ich den einparken? Ja, kannst du machen. Das ist voll teuer, $33. Der andere Mechaniker vom Privatfahrzeug ist teurer. $33 ist ja noch gar nichts. Sonst kannst du ja mal auf deinem Handy gucken, da hast du sonst auch eine App von der Bank. Da kannst du dann auch unter Transfers nachschauen, wie viel Geld du hast. Auf dem Konto musst du mir jetzt nicht sagen, geht mir ja nichts an. 2.480.000. Okay, dann das ist mir halt. Nicht schlecht. Das ist viel. $33. Das ist eine Menge, ja. Okay. Genau. Das ist dein privates Geld, damit kannst du machen, was du möchtest. Du kannst davon Privatfahrzeuge kaufen, du kannst davon PD-Fahrzeuge kaufen, du kannst auch ansparen.
Das ist dir selber überlassen. Okay. Kannst davon auch ganz viel Essen kaufen. Holt die der Zauberkoffer? Guten Abend! Jo. Aber man muss aufhören, sonst platzt du. Hey, das sind ganz viele, die sind gleich gekleidet wie ich. Hallo! Die sehen alle gleich aus wie wir. Genau, also es ist tatsächlich so. Hallo, ich bin Morris. Hier vorne haben wir einen Rookie. Oder das sind alles Rookies. Ein Rookie war jemand, der ausgebildet wird, oder? Genau. Genau, der immer ausgebildet wird. Die erkennst du immer an den langen Ärmeln hier. Und dass sie keine Mütze anhaben. Außer die Dame, die erkennt man einen Schlagstock an der Seite. Dort, die ist auch ein Rookie. Ach so. Aber sie hat keine langen Ärmeln, leider. Okay. Cool. Und was macht ihr da? Was wir jetzt machen? Ich habe heute meinen ersten Tag hier. Ja. Also sagen wir es so, wir tätigen hier die Ausbildung, mich nicht ernst. Die wir machen müssen. Alles gut, dann machen wir es. Okay. Es macht auch eine Ausbildung, ich auch. Machen Sie eine Ausbildung zum Ausbilder? Ich? Nein, ja. ich hab gerade erklärt bekommen, wie man Blaulicht betätigt und wie man, was haben wir noch gerade gemacht? Haben wir die Heiß hier ein bisschen kennengelernt. Ja genau, also ich habe gerade kennengelernt, was eine High-Speed-Unit ist und wie man Blaulicht betätigt. Die Gefährdungen haben wir auch kennengelernt. Das ist ja sehr wichtig, das zu wissen. Tatsächlich im Gottes Willen. Dann habe ich heute erklärt bekommen auch schon, was das, wie heißt das, das CAD? Leitstellenblatt. Leitstellenblatt, genau. PCAD. Funkgerät haben wir auch vorhin gemacht. Das Funkgerät haben wir auch gemacht. Genau. Ja, voll. Das ist auch wichtig, ja. Genau, das ja. Man vielleicht, ja. Also. Den Positionsbutton, den Panikbutton hast du auch schon ausgelöst. Ich fühle mich gerade echt. Ich fühle mich schon irgendwie, wenn ja, ich habe mich voll gewundert. Warum ist der Panikbutton im Mission Row? Da, Entschuldigung, das war ich nämlich. Ach, ich habe mal mit meiner Weste rumgedrückt. So. Ja, weiß ich. Ich habe dann kennengelernt, was der nämlich macht. Und. Ich fühle mich irgendwie schon wie ein echter Polizist gerade. Also ich fühle mich... Wie ein echter Polizist? Ja. Können Sie ja vielleicht auch bald auf echte Streife gehen. Echte Polizisten, ja. Wollt ihr auch mal echte Polizisten werden? Wir wollen auch echte Polizisten. Ah, unbedingt. Mega. Ja, dann sind wir gleichgestellt. Das ist doch toll. Immer findet hier voll schnell Freunde. Gleichgestellt seid ihr nicht. Warum nicht? Also es gibt, wir haben Rangunterschiede, die erkläre ich dir gleich noch. Was bin aber ich? Natürlich. Ach so, das war, warte mal, Wolli hat gesagt, dass ich Captain bin, ne? Genau. Stimmt. Ja, also ich bin Captain. Sie sind Captain? Ja. Habt ihr es gehört? Gut erkennt man an den beiden. Ja, ja, also ihr habt es ja gerade gehört. Das erkennt man, glaube ich, auch in dem Tag. Ist es eigentlich gut für den ersten Tag Captain zu sein? Doch, das ist nicht schlecht, ja. Okay. Habt ihr gehört? Wir schon ein bisschen länger da. Habt ihr gehört? Er hat auch gerade vorhin gesagt, dass ich schon recht gut fahren kann. Ich habe mich irgendwie voll gefreut. Ich bin sofort da, mein Boss. Ja, das ist doch super. Ja. Jubel sei mal gut. Aber wir sind jetzt ein bisschen, wir machen jetzt ein bisschen Absperren und so und dann eine Verfolgung. Absperren? Trainieren. Ich habe auch gerade gelernt, wie man sein Auto absperrt. Ja, Straße absperren. Ja, weil er hat mir gerade gezeigt, dass man immer sein Auto absperren soll. Nicht wahr? Ja, das ist richtig. Genau. Ja, haben wir auch das. Das ist wichtig und richtig. Okay. Miller? Ja. Ich will dich ungern wegschicken, aber magst du den Streifen nicht zu mir? Ich mag Gouda und Mozzarella. Ach Mensch. Und immer. Schmelzkäse. Ich mache hier mit Morris noch die wichtigsten Sachen, dann gehen wir auch auf Streife. Voll cool, ich bin voll aufgeregt. Dann. Ja, ich fühle mich wie ein echter Polizist. Ja. Dann könnt ihr dreimal auf die Fahrzeuge setzen. Müsst ihr sonst gegebenenfalls aufknacken. Die sind voll nett. So soll es sein. So, soll ich dir die Ränge noch eben kurz erklären? Ja. Okay, also wir haben ganz unten den Rookie. Ja, der Rookie ist halt unser Auszubildender. Dann haben wir den Officer 1, 2 und 3. Das sind halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Officer. Klar, mit dem Rang höheren Rang hat man natürlich dann auch mehr Erfahrung gesammelt, hat man eventuell auch schon ein paar Ausbildungen, die man absolvieren kann, in verschiedenen Einheiten kann man gehen kann, nach Deutsch 1 Plus. Dann kann man, also nach Officer 3 kommt dann Sergeant 1, Sergeant 2, dann Lieutenant 1, Lieutenant 2, Captain 1, Captain 2, Commander. Ich bin Captain 1.
Genau. Deputy Chief, Assistant Chief, Chief und der Commissioner. Genau. Irgendjemand hat mir vorhin gesagt, ach, das warst du hast gesagt, ich war mal Commissioner. Genau, du warst mal Commissioner, dir war aber von Anfang an klar, dass du nur so lange Commissioner bist, bis das PD wieder läuft. Du hast uns praktisch stark unterstützt. Wie kann man eigentlich Commissioner werden? Über Commissioner gibt es ja niemanden, muss man sich das selber befördern? Nee, tatsächlich nicht. Das wird alles dann mit der Regierung des Staates abgeklärt. Ne, die haben ja auch hier ihr Hauptsitz. Und dann wird das abgeklärt. Alter, ich hab Gouda. Hey, meine Lieblingskäsesorten waren Mozzarella, Gouda und Schmelzkäse. Gibt's noch? Real Talk. War schon immer so. Ja, ja. Hallo? Ja, ja. Okay. War schon immer so. Gouda habe ich schon immer gern gehabt. Aber ich habe immer gesagt, Gouda ist das härteste, was ich esse. Wir können da später nochmal drauf eingehen. Ansonsten bieten wir natürlich verschiedene Einheiten an. Das ist das Patrol Service, da bist du auch hauptsächlich unterwegs. Deswegen warst du mit der Highspeed auch gerade unterwegs. Das Patrol Service hat mir voll gefallen. Genau. Ist hauptsächlich so, ich sag mal, die normale Einheit, die Streifendienst vornimmt, die Highspeed fahren kann, die R1 fliegen kann, Motorrad fahren kann und so weiter und so fort. Dann haben wir die Detectives, die ermitteln eher zivil. Klar sind es auch mal in den Streifendienst, aber die machen auch Verhandlungen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch das SWAT. Das SWAT kümmert sich halt um Stimmungen. Das war das schwarze Outfit, was du anhattest, mit der Maskierung. Wo du die Langwaffe rausgeholt hast. Kannst dich noch erinnern? Ja, das schwarze. Genau. Das ist das Outfit vom SWAT. Ab und zu warst du da auch mal unterwegs, hast an Ausbildungen teilgenommen. Genau. Ansonsten haben wir noch die Police Academy. Die ist halt, wie gesagt, hier, das ist die Police Academy-Gelände hier. Und dann hier bilden wir halt die Rookies aus, wie man gerade gesehen hat. Der Käse-Kurti. Okay. Okay. Alles klar. Käse-Kurti. Käse-Bauke. Ja, dann haben wir noch Thema Funkcodes, was ich mit dir noch eben durchgehen möchte. Ja. Dann tragen wir uns ein und dann können wir mal nur versuchen, auf Streifen zu gehen, wenn du magst. Okay. Und das Fahrzeug gerade muss ich dir natürlich erklären, wie du das einstellst. Okay, Funkcodes. Dazu muss ich mal kurz ein Fahrzeug rausholen. Moment. Ja, du kannst meine Mutter gern fragen, hey. Ohne Scheiß, ich habe erst heute, glaube ich, einen Gouda gegessen. Aber Gouda ist für mich das. Ich habe immer gesagt, der Gouda ist meine Grenze. Wobei Emmentaler, ja, wenn ich muss. Ich meine, aber Gouda geht immer. In den Tower, da ich mich also, ich mag allgemein jetzt nicht so gern Käse. Jetzt nicht so der Käsefanat, aber Mozzarella und Gouda war schon immer. Da warst du mit den Ohren wieder irgendwo. Scheiß drauf. Der Käsetiger. Hä, gibt's da nicht so ein. Gibt's da nicht so. Auf dem Police Academy Geländer. Diese Leute nicht anrampeln. Ganz wichtig. Tom Peten Käse? Du Kurt, was ist denn der Tom Peter? Kurti, kannst du mir sagen, was der Tom Peter ist? Oder meinst du vielleicht die Trompete? Die Trompete. Also wenn du das meinst, was du als Emoji meinst, ist die Trompete, lieber Kurti. Kurti, bitte, Kurti. So, wir gehen eine Etage hoch. Kurti, bitte. Die Pommes werden schon wieder latschert. Huch. Oh. So. Wow. Okay. Ja. Dann schauen wir mal, warum wir die Kopien dann hier. Das ist eine Mischung aus so. Trompete und Tomate. Ach so, deswegen. Gib dir mal eine in der Hand. Der Tomaten-Quitty. Da hast du auf der Vorderseite hast du einmal. So. Auf der Vorderseite hast du einmal die Funkcodes. Die kannst du dir gerne mal anschauen. Kannst da mal versuchen, so ein paar Funkcodes abzusetzen. Ansonsten helfen wir dir natürlich im Streifendienst. Das kommt mit der Zeit. Und auf der Rückseite hast du nochmal eine Karte von komplett LA, wo auch sämtliche Sachen eingezeichnet sind, wie das Los Angeles Fire Department, das Police Department, jetzt haben wir dann noch das Clucking Bell, das Ocean, der Makler, Supreme Court und so weiter und so fort. Okay.
Die muss ich auswendig borgen. Es wäre schön, wenn du dich damit auf jeden Fall mal auseinandersetzt. Erstmal eine Runde Xucker, wenn ich dreckig auf der Schüssel anschaust. Guten Rutsch. Damit du dann halt, auch wenn du eine Verfolgung haben solltest oder sowas, auch natürlich die entsprechenden Sachen funken kannst. Bin ich, nachdem ich diese Codes kann, ein echter Polizist? Träume davon, ein echter Polizist zu sein. Natürlich, wenn du danach noch passend im Einsatz reagierst, dann bist du ein echter Polizist, ja. Voll cool, Alter. Dann kann ich das nämlich meinen Eltern erzählen. Wobei, wer sind meine Eltern? Da kann ich dir leider nicht helfen. Echte Polizisten. Ich habe schon immer mal von so einer Dokumentation. Ah, jetzt weiß ich jetzt. Ich habe da mal so ein. Immer runter? Im Krankenhaus habe ich so ein Heft gelesen. Und in diesem Heft, da ging es nämlich um ein Interview. Da haben sie einen echten Polizisten interviewt. Okay. Ja. Da war dann alles Mögliche drin. So, echter Polizist fährt in den Einsatz. Und ein echter Polizist wird in der Geiselnahme festgenommen. Echter Polizist ist... Und so weiter. Ne? Also da war alles Mögliche dabei. Also echter Polizist nimmt auch fest und so. Also da war alles drin. Es war interessante Doku, war das immer. Okay. Hast du noch Handfesseln bei dir? Handfesseln? Ja. Warten Sie mal, Handfesseln, das müsste... Hast du noch welche in deinen Taschen? Ansonsten nehmen wir mal welche aus dem Kofferraum. Warte mal, Handfesseln... Oh! Ja, genau so. Hast du auch Handschellen, Schlüssel? Wäre doof, wenn jetzt nicht. Warte mal, die Schlüssel... Wo hab ich hier... Nanu. Warte mal, wo habe ich denn die Schlüssel? Herr Kollege, warten Sie kurz. Das, kriegt das gleich, warte mal, warte mal, ich muss meine... Wo trägt man die Schlüssel nochmal? Die Schlüssel? Ja. Die hat man in der Regel an seinem Schlüsselbund. Oh. Also an meinem Schlüsselbund habe ich hier Marken, das sind so Buchstaben und Zahlenkombinationen, also Ziffern und Buchstabenkombinationen. Da habe ich dann zum Beispiel einen Mustang CRD 302 habe ich an meinem Schlüsselbund. Schau mal meine Taschen. Schau mal, warte mal. Wo habe ich es denn hier? Schau mal hier an meiner linken Seite. Ich lege die mal. Da müsste noch ein Schlüssel sein. Muss nur gucken, ob der passt. Ja. Ich glaube. Ah! Ich glaube, der passt. Ah, okay. Dann behalt den Schlüssel mal. Tu den mal direkt an deinen Schlüsselbund dran. Okay. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu grob, Herr Kollege. Nein, alles gut. manchmal fühle ich mich ja schon wie ein Bär. Ja, alles gut. Dann geh nochmal bitte kurz ins Speakhead rein. Bevor wir auf Streife gehen, möchte ich dir nochmal kurz was Wichtiges mitteilen. Ja. Also wie gesagt, einmal ins Speakhead reingehen. Um 19.45 Uhr wird Daniel Wolfs Junggesellenabschied gefeiert. Dafür wird er von ihm im pink gekleideten Freunden entführt. Nur Anführungsstrichen entführt. Das heißt, wenn wir um 19.45 Uhr Dispatches oder ähnliches reinbekommen, haben wir diese zu ignorieren. Okay. Ja, weil das ist unsere Information praktisch dafür. Dann schau mal, wir haben einmal unten, findest du Victor Ten, siehst du das? Victor Ten, Commander Schmidt-Niklas. Ja. Genau, rechts findest du die zweite Besetzung. Trag dich da mal ein, bitte. Bei mir. Ein Außer Problem ist aufgetreten. Ein Problem. Wie das? Deine Dienstnummer weißt du natürlich jetzt nicht, ne? weißt du deine Badge-Nummer? Captain 1 habe ich jetzt von meinem Ausweis und dann Morris Andy, ja? Das eine Feld habe ich freilassen. Die Badge-Nummer, ja, warte, ich gebe dir die. Uwu! Ab 19.45 sollen wir Dispatches ignorieren, okay. Haben sie ja gesagt, weil da ist gerade einer reinkommen und den soll ich jetzt ignorieren. Nein, wir ignorieren den Dispatch, wo der Herr Wolf dann eine Feier hat, wenn da überhaupt ein Dispatch reinkommen sollte für. Okay. Ne, alle anderen werden natürlich weiterhin... Also sobald Wolf drin steht, dann soll man es ignorieren. Weiß sowieso nicht, die meisten... Ein Zuständiger
Ich habe da mal was gelesen von der Wolfplage, aber sind die Jäger da schon dran? Ich spreche jetzt von den Menschen. Da heißt so. Ja, ja, die Wölfe betreuen ja die Menschen, so habe ich gelesen. Nee, ich spreche von dem Herrn Daniel Wolf. Das ist ein Mensch. Ist das ein Werwolf? Okay. Sebastian Miller. Ich weiß, wo Sebastian also, Miller bitte, ist. Der ist. Trag mal bitte einmal in den. Genau, trag mal bitte in das Feld ein, was du leer gelassen hast. 70. Ja. Bindestrich 15, Bindestrich 06. Hammer. Genau, diese Nummer gibst du raus, wenn ein Bürger deine Dienstnummer haben möchte. Dann sagst du diese Nummer. Okay. Aber ich gebe doch keinem Bürger meine Dienstnummer. Du bist tatsächlich verpflichtet, diese Badget-Nummer, das ist eine Badget-Nummer, zu geben. Aber die Dienstnummer selber, das ist nämlich die Lincoln 15. 15. Ja. Genau, die gibst du nicht raus. Aber Mama hat immer gesagt, das Einzige, was ich muss im Leben, ist sterben. Ah, da hat sie auch irgendwo recht, aber wir müssen uns ja trotzdem an Dienstvorschriften halten. Hey, ich habe hier gerade Tante Wollzeit. Tante Wolli. Bitte? Ah. Tante Wolli, ich weiß, wo Tante Wolli ist. Ja. Okay, bist du bereit für den Streifendienst? Ja, ich bin immer bereit. Du bist immer bereit. Okay. Wie ein echter Polizist. Okay, dann gehen wir jetzt noch ganz schnell das Fahrzeugradar durch und dann ist für dich natürlich eine Adam-Pflicht. Heißt, du fährst bitte nicht alleine. Ja. Ja, des Weiteren hörst du auf denjenigen, der dich mitnimmt. Du hast natürlich, ich zwinge dich jetzt nicht bei mir mitzufahren. Du darfst auch gerne bei Wollseid oder bei jemand anders mitfahren, wenn du möchtest. Ja. Das ist dir selber überlassen. Can I get a hoya? Aber ich würde dafür sorgen, dass du dann deine Highspeed besetzen kannst. Oh, okay. Wenn du möchtest. Also Autofahren hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Dann setz dich mal kurz hier vorne mit ins Fahrzeug als Steuer. Nehmen wir mal kurz das Fahrzeugradar. Dann schauen wir, dann gehen wir hier vorne wieder Fahrzeugradar einmal öffnen. Beziehungsweise die Fernbedienung wieder in der Hand nehmen. Ja. Genau. Dann einmal wieder alles öffnen, wie du es gerade schon gemacht hast. Ich hab's mal eingeschalten. Am Plate Reader, ja. Okay, dann stell es erstmal so ein, wie du meinst. Ist eigentlich selbsterklärend, das Ding. Danach die Fernbedienung mir einmal rüberreichen, bitte, damit ich einmal rüber gucken kann, ob das richtig ist. Ich hab's jetzt mal eingeschalten. Okay, kannst du die Fernbedienung kurz weglegen, bitte? Ja. So. Kannst du wieder rausnehmen, die Fernbedienung. Dann gehst du jetzt oben auf den Pfeil, auf den oberen. Da steht X mit. Genau. Da drückst du einmal drauf. Auf den unteren drückst du auch drauf. Ja. So, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, du drückst jetzt noch oben rechts neben den Pfeil drauf und unten links auf den Pfeil. Oder du sagst, du drückst oben links auf den Pfeil und unten rechts auf den Pfeil. Also man muss immer diagonal haben. Muss man nicht. Man kann auch beide links nehmen, beide rechts nehmen, aber das ist nicht besonders schlau. Was ist, wie verwendest du es? Ich persönlich mache oben rechts, unten links. Andere kommen aber auch andersherum. Genau, andere kommen auch andersherum, damit besser klar. Also einfach erklärt, alles was auf der linken Seite ist, befindet sich dann hier oben oder hier unten. Und alles, was auf der rechten Seite ist, dann halt hier unten oder hier oben. Vom Blitzen her. Mhm. Okay. Das sind die verschiedenen Winkel praktisch. Okay. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir zwei verschiedene Seiten drin haben, damit wir halt wirklich zwei verschiedene Seiten haben. Aber wenn du sagst, du möchtest nur von der einen Seite blitzen, dann ist das deine eigene Entscheidung. Wenn du damit klarkommst, sollst du es machen. Das ist deine eigene Entscheidung. Okay. Learning by doing. Genau. Ansonsten müsste das Radar selber eingestellt sein. Du kannst aber noch, irgendwann kommt noch, weiß ich nicht, Fast Speed 90 oder so, das müsste da stehen. Oder generell irgendeine Zahl im grünen Bereich bei den Settings. Da stellst du dann immer die passende Zahl ein, die überhaupt erlaubt ist. Am besten mit so circa 10 bis 15 km/h Toleranz.
Also wenn 80 in einer 80er-Zone stellst du das Ganze dann auf 95 ein oder auf 90, das ist dir selber belassen. Damit das Radar selber ausschlägt. Bei mir war es jetzt auf 130. Okay. Vielleicht machst du es ein bisschen hoch, damit wir eine kleine Toleranzsache da drin haben. Nö. 135 oder halt 140. Keine Toleranz. Anhalten. Hast du? Moment. So, hier. 135. Ich hab's nicht so mit Toleranz. Alles gut. Okay. So. Du echter Polizist. Ja. Ja. Jetzt hast du, kannst du ja nochmal ins Picket reinschauen. Dann darfst du dir jetzt auch so mal, wenn du mitfährst. Vielleicht möchtest du ja noch andere Kollegen mit kennenlernen. Ich empfehle dir erstmal bei einem Sergeant 2 oder höher mitzufahren. Also ich habe hier, da ist jemand, der ist immer fröhlich. Also ich kenne Wolli, also Tante Wolli, ist sehr sympathisch gewesen. Und ich kenne noch den, also Schmidt Niklas, das bist ja du. Und weiß ich, also den Miller, aber der ist der Officer 3, da haben wir gelernt, das ist unterhalb. Der Fröhlich ist auch, ist der immer fröhlich? Weil der wirkt schon, der Name wirkt irgendwie so, so nett. Ich rufe den mal an, weil laut meinem Wissen bist du auch mit dem viel unterwegs gewesen. Dann kann er nämlich dich mit auf Streife nehmen, weil dann lernst du nämlich noch eine Zeit gleich eine zweite Person mit. Ich glaube, das ist sinnvoll. Okay. Ja, der Fröhlich, der wirkt ziemlich fröhlich. Also. Okay. Dann fahr mal bitte zum PD. Wir können auch mit deiner Highspeed fahren, wenn du möchtest. Dann müssen wir aber zur Garage fahren. Ah, die Tempomatregelung habe ich dir vergessen zu sagen. Ich empfehle dir nochmal, wenn du irgendwie nochmal kurz Pause machst oder so, dass du dir generell nochmal die Dienstvorschriften durchliest und so weiter, damit du keine Fehler begehst. Okay. Ja. Kannst du die Markierung einmal rausmachen aus dem Navi? Ja. Okay. Ich hab dir einmal das PD markiert, dann kannst du da einmal hinfahren. Ich ruf einmal Fröhlich an. Vielleicht ist er fröhlich über deinen Arm. Fröhlich hat übrigens seit neuestem auch eine Glatze, also nicht verwechseln mit dem Entsuit. Ja, wie lange brauchst du? Ich fahr wie ein Arschloch schon. Keiner hat mir was von Tempomat gesagt, schau wie ich fahr. Hallo. Morris? Ja. Nicht so schnell. Ach so. Bremsen. Ach so. Ich hab gedacht, einfach ins Gaspedal steigen. Nein. Was haben wir gelernt? Wie viel ist jetzt hier? Ach so, ja, 130. Moment. Mhm. Schau mal, du hast auch in der Nähe von deinem Lenkrad müsste auch eine Tempomatanzeige sein. Die kannst du auch einschalten auf 130. Dir musst du bewusst sein, sobald du diesen Tempomaten anmachst, verbrauchst du noch ein bisschen mehr Sprit, aber es ist besser, als wenn du jetzt hier zu schnell rumfährst. Und was haben wir noch gelernt? Was ist mit dem Fahrzeug? Immer abschließen. Mhm. Wieso ist das Fahrzeug offen? Ist es? Damit du einsteigen kannst. Ja, man muss abschließen jetzt. Na. Sonst wird dir die Karre noch gestohlen. Der fährt nicht 130. Was ist diese Anzeige da? Rear, away. Hey, bei mir jetzt gerade hier geblitzt. Oh. 137 hinter mir. Aber da ist niemand. Oh, du Motherfucker! Bau eine Tankstelle! Jungs!
Er hat ganz nervös mit so wenig Tank. Komm. Was? Weiß. Ja, okay. Man hat dich gerade nicht verstanden. Du warst gerade irgendwie staubstumm. Ja, okay. Bezüglich der 137, das ist ja aktuell gelockt. Ja. Denk daran, hier vorne kommt Tunnel, 100 km/h. Genau. Das Gelockte kannst du auch rausmachen, dafür ist hier in der Mitte auch ein Knopf. Nimmst du einfach den unteren Knopf. Ah, ja. Und da oben der Knopf, der ist dann halt drüber, das rauszumachen. Ganz wichtig noch, was mir gerade aufgefallen ist, wenn eine rote Ampel da ist, musst du anhalten, schauen, dass keiner auf dieser Kreuzung ist. Und sobald diese Kreuzung sauber ist, so dass du keinen gefährdest, ja, also keine weiteren Personen dort oder Fahrzeuge, dann kannst du diese auch überqueren. Achso, ich habe immer gelernt, dass ein Stier bei Rot losläuft. Nein, stopp. So, schauen, kommt hier was? Grün. Aber ich habe gelernt, dass ein Stier bei Rot losläuft. Ja, aber wir sind keine Stiere. Du bist ein echter Polizist. Okay. Aber sagt man nicht zu echten Polizisten auch Bulle? Sagen die meisten, die uns damit beleidigen wollen. Ja, aber als Bulle ist man doch ein Stier. Das heißt, bei Rot müsste ich eigentlich loslaufen. Ja, wir fahren ja, wir laufen ja nicht. Okay. Der Wortwitz gerade. Oh nee. Was ist hier in der City? 100? Nein, 80. Hallo, liebe Bürger von Los Angeles. Glaubst du, die haben mich gehört? Könnte gut möglich sein, aber ich glaube eher nicht. Fahr weiter! Hallo, liebe Bürger von L.A. Hey, Hallo gesagt. Ja, möchtest du denn eine Pizza holen? Ich hab noch sowas, hat mir... Ah, okay. Ansonsten wäre da jetzt die Pizzeria gewesen, die haben sie gerade begrüßt. So, hier vorne am besten tanken. Am besten andersherum, damit jeder noch parken kann. Okay, dann park gleich anders. Wie lost einfach. Oh mein Gott, Raffi, auf einen lustigen Stream. Viel Spaß und einen schönen Abend. Ey, herzlichen Dank, Raffi. Hey, haut's einen Herzring raus für Raffi. Hast du dir die Funkcodes jetzt mal angeschaut gehabt? Ich hab so ein paar Basics gerade vorhin kurz. Okay, hast du bezüglich des Funkcodes, hast du da Fragen oder ist alles selbsterklärend? Also die sage ich einfach. Ich habe zum Beispiel hier vorhin gesehen 10-8. Das sage ich dann also 10-8 sage ich dann im Funk, wenn ich quasi in den Dienst gehe. Also wir sprechen Und wenn ich dann Funkcodes, dann sage ich einfach im Funk zum Beispiel, ich gehe jetzt 10-7. Nee, wir sagen die Funkcodes immer ohne Bindestrich und immer auf Englisch. Heißt 10-7 oder 10-8. Okay. Ja? Verstanden. Und dann ist noch wichtig, dass du nicht sagst 10-7 oder 10-8. Das heißt, jetzt 10-8. Bin ich rein theoretisch 10-19 Polizeidepartment. Genau. Muss den Ort bitte sagen, weil wir verschiedene Polizeidepartments haben. Das heißt 10-19 Hauptplatz. Nein, Mission Row. Was? Mission Row, okay. Genau, hier haben wir das Mission Row. Okay. Alles gut, das kriegen wir noch hin. Aber da ist noch wichtig, dass du immer am Anfang deine Funknummer sagst. Wie war deine Funknummer? Weißt du die noch? 70-15-06. Nein, das war die Budget-Nummer. Scheiße. Dann war das 15. Also genau, was war davor? Also. Oder hast du so einen kleinen Namen von mir erhalten? Wegen deiner Einheit? Ah, Lincoln, 15. Lincoln? Jetzt auf Englisch? Lincoln 15 und dann 10-19 Mission Row. Genau. Genau so funktioniert es. Oh, okay. Also ich fühle mich voll in der Rolle eines echten Polizisten. Mir gefällt das voll. Du bist auch ein echter Polizist. Boah, von dem habe ich schon immer geträumt, seitdem ich aufgewacht bin. Eine Sache machen wir noch mit dir. Das ist das Thema Waffen.
Oh ja. Ja, weil wir können dich ja nicht unbewaffnet auf Streife schicken. So. Watson, danke für 10 Euro. Echte Polizisten fahren mit einem Bus. Ja. Und echte Polizisten satulieren. Ja. Vorname die Toiletten. Voll viel besser als unten. Die da unten haben gestunken. Martin Leudl, danke schön. Das danke, Labor, dass du mich in einem schweren Tag aufnimmst. Sorry, hab leider nicht mehr. Kein Problem, am Laptop die Datenbank. Da gehst du aber bitte nicht hin. Okay. Ja, da stinkt's auch. Da gehe ich auch nicht hin. Cool. Hey, das ist schon wieder so ein Büro. Werden da auch Filmchen gedreht? Nee, hier werden keine Filmchen gedreht. Ah, hier sind sogar die Monitore. Sind das die Hauptdarsteller da drüben? Ich denke mal, sie ist wahrscheinlich das böse Mädchen und... Das hier ist tatsächlich ein SWAT- und Detective-Raum. Ja, also man sieht jetzt hier, dass hier Leute gefahndet werden, dass man hier Beweise zusammengebracht hat. Wie heißt der Titel von dem Film? Prinzessin auf der Erbse? Nee, hier ist kein Film. Das ist alles echt. Ah, okay. Wir sind da echte Polizisten. So. Boah, hier sind schöne Geräte. Hm. Ja. Ich gebe dir die Sachen erstmal an, das sollte erstmal reichen. Nimm dir bitte erstmal nur die Waffen, die ich dir sage. Alles andere kannst du dir dann holen, wenn du dich soweit fit fühlst und auch alleine auf Streife darfst. Okay? Okay. Das heißt, du holst dir jetzt bitte erstmal nur die Glock 17. Die holst du dir einmal hier raus. Warte mal. Ja. Dann die M4A1. Ja. Die MP5. Ja. Der Schlagstock. Ja. Der Taser. Ja. Und die Taschenlampe. Ist schon fast alles. Das ist richtig. Diese FN Scar, da hatte ich vorher eine Waffe abgegeben. Die hatte das auf dem Lauf drauf vorne. Ja, da können wir gleich nochmal gucken. Ja. Dann tust du einmal nochmal überall Munition rein. Holst dir nochmal Rüstung. Rüstung, ja. Du kannst auch, wenn du die Weapon-Tasche nimmst, kannst du dir auch weitere Rüstungen noch holen. Das heißt, du musst nie Geld dafür ausgeben. Okay. Wo ist diese Tasche? Schauen Sie mal, Sie müssen einfach ganz normal die Weste wieder ausziehen, die Sie gerade geholt haben. Legen die einmal zur Seite, kaufen sich eine neue, legen sie wieder zur Seite. Achten Sie nur bitte darauf, dass Sie nicht mehr als 2 Westen dabei haben. Wieder was dazugelernt, das wusste ich nicht, den Trick. Man lernt nie aus. Genau. Kannst du die Schutzweste gleich wieder anziehen oder halt auslassen, wie auch immer, wie du es haben möchtest. So, dann ist noch wichtig, Funkgerät hast du ja. Dreimal die Spike Strips zu holen. Wenn du die noch nicht hast. Ja. Den Alkomaten und der Polizeiausweis. Den Ausweis habe ich ja schon. Genau. Alkomat. So, dann kommen wir mit. Ja. Also, jetzt tue ich das Holz, was du am Bein hast, da tust du natürlich jetzt auch deine Glock rein. Ganz wichtig. Ah ja. Warte mal. Aha. Perfekt. Nee, du hast die noch nicht im Holster reingetan. Bei mir ist die im Holster. In der normalen Tasche. Bei mir ist die im Holster. Das ist noch die Verpackung. Ach so. Reicht doch, oder? Ja, aber vielleicht sollte man da auch richtig reintun. So. Kannst mir die Verpackung geben, dann tue ich die weg. Okay.
Tja, das habe ich zum Beispiel neu gelernt. Ich bin auf dem alten Schlag. So. Scheiße. Dann kommst du da besser dran. Nicht, dass du nachher dann da irgendwie deine Glock holen möchtest und hast du eine Verpackung in der Hand und willst damit schießen. Schieß ich herum wie ein Vollprofi. So. Für eben, damit ihr jetzt noch eben das Schießen, ganz, ganz wichtig. Es wird nicht einfach so auf Leute geschossen und man zieht auch nicht aus Spaß seine Waffe. Passiert okay? Sonst das, was mir passiert ist? Sonst passiert nämlich genau das, dass wir dir die Waffen wegnehmen. Wer hat überhaupt auf mich geschossen? Darf ich jetzt auch auf den schießen? Nein, darfst du nicht. Warum nicht? Darum. Du darfst immer nur dann schießen, Schade. Wenn eine Person in einer aktuellen Situation auf dich zielt. Dann also darfst du sofort eine Notwehr anwenden und auf denjenigen schießen. Also der auf mich geschossen hat, auf den würde ich schon gern schießen. Theoretisch gesehen dürftest du das in der aktuellen Situation, aber da das jetzt schon veraltet ist, also ich weiß nicht, wann du im Krankenhaus aufgewacht bist und wir... Zwei Wochen. Ich weiß auch, ja. Und du kannst ja jetzt nicht auf sämtlichen Leuten schießen. Das muss ich nochmal nachrecherchieren, wer das war. Okay, dann darfst du einmal deine Waffe rausholen. Ich gebe einmal am Funk Bescheid. Digga. Agenda Gaming. Victor Ten, Motiv, Schießjungen am Police Department, Mission Road. So, jetzt darfst du schießen. Darfst mal alle deine Waffen ausprobieren. Auf die Tafel da vorne? Einfach da vorne auf der Tafel, genau. Dass du die Person triffst am besten. Moin. Kannst du uns zum Beispiel Laufe kommen? Es gibt Morris. Was? Mehr erzähl ich dir gleich. Ich höre gerade hier mit der Schieß hier gerade. Bis gleich. Das sieht aber eigenermaßen für das erste Mal schießen gut aus. Hol mal deine MP5 raus. Na, sehr schön. Okay, das sollte aber auch erstmal reichen. Die M4A1, die kannst du dann auch gleich nochmal testen. Dafür musst du die aber erstmal aus dem Kofferraum holen. Aber die ist zu groß, um die dabei zu haben. Oh, okay. So. Taser-mäßig musst du immer einen Aufsatz dabei haben. Ganz wichtig, immer den Aufsatz wechseln, wenn du damit geschossen hast. Okay. Ja. Willst du mit dem Taser auch nochmal üben? Das heißt, Ey, so ist er langweilig, warte. Mal einen Taser-Aufsatz rausholen. So ist er lang. Darf ich ihn jetzt tasern? Jetzt darf ich ihn tasern. Hol mal den Taser raus und dann schieß ja. Mal. Auf wen? Auf dich? Ja. Herr Kollege, geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Das sieht aber nicht gesund aus, Herr Kollege. Hey, darf ich das nochmal machen? Das war voll cool. Oh. So. Nein, nicht nochmal. Okay, schade. Ich wollte dir nur mal kurz zeigen, wie den Taser funktioniert. Ich hab davor noch mal ganz kurz meine Weste angezogen. Ey, Raffi, noch mal herzlichen so. Dank, ne? Weißt immer, ich bin dir so dankbar. Das ist alles zur Seite tun hier. So, also wie gesagt, Taser-Aufsatz immer nachholen, das hast du ja gerade schon gut gemacht. Das passt soweit. Dann kommt der Herr Fröhlich jetzt vorbei. Oh, okay. Den kannst du dann einmal kennenlernen, dann kannst du mit ihm auch auf Streife fahren, auch mit deinem Mustang. Der kann dir dann auch nochmal das Ganze mit den Aufsätzen zeigen, weil du die Möglichkeit hast, ich kann es dir mal hier zeigen, an deiner Pistole beispielsweise ein erweitertes Magazin drauf zu tun und eine Taschenlampe. Okay. Ja, Schalldämpfer hättest du auch eine Möglichkeit, allerdings verschwächst du deine Waffe damit. Okay? Okay. Sehr schön, dann komm mit.
Und wie gesagt, immer die Regeln einhalten der Waffen, ne? Also Waffen wegtun. Okay. Ansonsten, wie gesagt, wenn Fragen bestehen sollten, kannst du mich gerne anrufen, aber du kannst auch andere Officer fragen. Alles klar. Ansonsten findest du im PCAT noch den Strafenkatalog, den kannst du dir auch mal in Ruhe durchlesen. Aber ich denke mal, das macht dir jetzt gleich alles auf Streife. Ich hab da in meiner anderen Tasche noch so ein Tablet. Ja. Das habe ich auch gerade entdeckt. Das ist ein Pimper-Tablet. Nein, da habe ich so Kennzeichen, Fahndung. Ah, ja, ja, das ist das MDT. Oh. Genau, wir haben oben einmal das Kennzeichen. Da kannst du ja mal ein beliebiges Kennzeichen eingeben, wenn du eins auswendig kennst. Ansonsten sage ich dir mal eins. Gib mal eins. Fröhlich ein. Gibt's keins. Gibt's nicht. Gib mal Schmidt ein. S65 AMG, abgemeldet, nicht versichert. Genau, daran siehst du, dass das Ganze nicht abgemeldet, also dass das Ganze nicht angemeldet, nicht versichert ist. Und das darf man nicht. Das Ganze gibt ein Bußgeld, Paragraph 8, Verstoß. Okay. Ja, wenn du jetzt Kennzeichen eingibst, beispielsweise... Da steht bestimmt auf der Fahne Norris, ich dachte, da stehe ich. Also ich finde es super. Na, wenn das Fahrzeug angemeldet ist, dann steht da ganz normal ohne abgemeldet, nicht versichert. Möchtest du nochmal ein Beispiel davon sehen oder weißt du, wie ich meine? Na, ich kann noch schauen. Ich kann ja mal mein eigenes. Kannst du auch machen, wenn du es gerade auswendig kennst oder eine Fahrzeugliste bei dir hast. BGA 616. Ja. Da steht jetzt nicht, dass es nicht abgemeldet ist. Genau. Dann kannst du unter Fahndung, hast du alle Leute, die auf unsere Fahndung stehen. Du musst aber immer gucken, ob ein Haftbefehl oder sowas noch zusätzlich da ist, aber meistens ist er noch dabei. Ansonsten findest du den halt ganz normal in unserem Diensttablet. In der Personendatenbank findest du dann die ganzen Personen. Du kannst ja auch mal deinen Namen eingeben beispielsweise. Ich habe jetzt Schmidt eingeben. Niklas Schmidt. Oder kannst auch machen. Ah. Genau, wenn du okay. Darauf gehst, dann findest du oben rechts Vergehen hinzufügen und Notiz hinzufügen. Unter Vergehen hinzufügen tust du immer eine Strafe dazu. In meiner Akte aufgrund der Rookies findest du zwei Beispiele. Die siehst du unten, siehst du die? Ja. Genau, du gibst immer den Straftatennamen ein, Schrägstrich, Datum, Uhrzeit, wieder ein Schrägstrich. Deine Dienstnummer und dein Nachname, ganz wichtig. Okay. Wenn es allerdings jetzt wenn das jetzt allerdings Sozialstunden gibt, trägst du einmal den Straftatennamen ein. In Klammern Sozialstunden. Wichtig ist das Wort Sozialstunden, nicht 64 Sozialstunden oder die 64, sondern wirklich Sozialstunden. Datum, okay. Uhrzeit, Dienstnummer, Nachname. Okay? Alles klar. Sehr schön. Und unter Anmerkungen findest du dann immer sämtliche Anmerkungen beispielsweise. Schönen guten Tag. Genau. Guten Abend. Ich bin Morris. Fröhlich. Grüß dich, Herr Morris. Ah, der sieht aber wirklich fröhlich aus. er meinte, ich soll mir jemanden aussuchen aus dem CAD und ich dachte mir fröhlich, dass das, ja. Es musste halt auch höher als was Lieutenant sein, ne? Oder Sergeant was? Nee, er ist Captain. Okay. Nein, weil sie haben gesagt, ich muss mir jemanden aussuchen, der höher als Lieutenant ist oder Sergeant oder irgendwas. Ach so, ja. Ja, und da war. Wegen erfahrungsmäßig. Da war ich dann ganz fröhlich. Ja, wunderbar. Das ist schön. Also er wird heute mein Streifenpartner sein. Genau. Er wird dein Streifenpartner. Er ist auch Captain 1. Voll cool. Er ist auch Captain 1. Sind Sie ein echter Polizist? Ja, auch. Voll cool. Sind wir ja alle. Voll cool. Ja, ich habe heute meinen ersten Tag hier im LAPD. Sind Sie auch erst seit heute da? Nein. Sicher, dass Ihr erster Tag ist? Ja. Okay. An dem ersten Tag, wo er sich erinnern kann. Sagen wir mal so. Okay. Wunderbar. Reden wir kurz, bevor du ihn mitnimmst? Ja. Sehr schön. Morris, dann kannst du kurz hier warten, ja? Ja. Oder wenn du möchtest, kannst du auch zum Empfang gehen, aber erzähl denen keine Scheiße. Ich erzähl denen was. Ja. Gott! Hallo? Guten Tag. Guten Abend. Grüß Gott. Ich hätte zwei Fragen. Ja.
Und zwar zum einen bräuchte ich für den 4.12. ein Führungszeugnis, ob Sie mir das ausstellen können. Ja, Sie sind der Herr. Jens Rabe. Jens Rabe, okay. Warten Sie mal kurz. Entschuldigung, aber in Jens Rabe braucht ein Führungszeugnis. Das mache ich gleich. Der soll okay. kurz warten vorne. Jawohl. Obwohl, Herr Morris. Ja? Schick ihn zum Supreme Court. Okay. Es ist nur zusammengebrochen. Wir wissen unschuldig. Sehr geehrter Herr Rabe, mein Kollege hat gerade gemeint, das müssten Sie beim Supreme Court beantragen. Aha, okay. Okay. Und die zweite Frage wäre dann noch, wenn ich ein Tuning-Treffen veranstalten will, muss ich das bei Ihnen vorher anmelden? Ich denke schon, ja. Aha, okay. Gut, dann Sie müssen danke verzeihen, ich habe heute meinen ersten Tag hier beim LAPD. Alles gut. Dann wünsche ich einen ruhigen Dienst. Ebenfalls. Und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke, ciao. Der Nächste. Hallo. Grüße. Wir würden gern Feuerwerk anmelden für den kommenden Sonntag. Ein Feuerwerk anmelden? Ja, Ihr Name? Warten Sie, ich gebe Ihnen meinen Ausweis kurz rüber. Okami Taylor. Genau. Okay. Alles klar, ich gebe das kurz weiter. Alter, ich bin so komplett lost heute. Der Herr Okami Taylor will ein Feuerwerk anmelden für den Sonntag nächsten. Ja, das soll warten, bitte. Okay. Ah, oh, der Stream heute, der taugt mir. So witzig irgendwie. Ja. Den Ausweis lege ich hin und da der Kollege, der dafür zuständig ist, der kommt gleich. Okay, dankeschön. Super. Der Nächste. Okay. Ja, der Kollege kommt gleich. Schönen Abend. Ihnen auch. Mr. Error, dankeschön für 1 Euro. Oh nee. Leute, wir würden in der Zwischenzeit machen wir mal hier ein Zicke, Zacke, Zicke, Zacke. So, dann viel Spaß euch. Und rein hier. Hat die Sweet schon mitgeteilt wegen den Fortbildungen in der Polizeiakademie? What in fuck's name are you doing? Okay, dann. Oh! Rein da auf die 10 Likes, Freunde, die schaffen wir heute. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's. Freunde, 10 Like ist da. Ich stelle mich da jetzt hin mit einem Gläschen Whisky schon. Mit dem Whisky, wenn die jetzt rauskommen, denken sich das so, hä? Was hab ich denn da jetzt? Ist nur Apfelschorle. Ist kein Whisky. Ist reine Apfelschorle. Hallo? Hallo. Wie ist Ihr Name? Bitte? Wie ist Ihr Name? Victor Shield. Victor Schied, hallo, ich bin Morris. Ja, ich erkenne Sie. Captain so, Morris. Jeder weiß, wer ich bin. Und das ist schon langsam echt creepy. Sie nicht? Nein, ich habe heute meinen ersten Tag hier. Das ist okay. Ich glaube, Sie arbeiten schon eine Weile hier. Sie waren auch mal Commissioner bei uns. Das hat mir heute auch schon der Herr Schmidt erzählt. Der ist gerade im Büro, aber... Ich wollte gerade die ganzen Kollegen hier mal kennenlernen. Es ist halt wirklich mein erster Tag hier. Ich habe gerade vorhin gelernt, was ein CAD ist. Okay, na gut, wenn Sie unter Gedächtnisverlust leiden, dann kennen Sie natürlich niemanden mehr. Es hat mir nur jemand gesagt, dass ich einen Kopfschuss bekommen habe. Okay.
Und gut, immer weiß ich nichts und bin aufgewacht. Also ich kenne jetzt den Fall leider nicht. Ja, es ist eine wilde Stadt, ne? Aber zum Glück leben sie noch. Ja, ich bin wie neu geboren. Also. Hat also alles auch was Positives. Ja, ja. Na, war mir eine Freude, sie kennengelernt zu haben. Ja, sehr gerne, gleichfalls. Dispatches noch erklären, also, bitte. Da war mal, ich hab da mein Ding stehen lassen. Hab ich noch nicht erklärt. Ja, sehr schön. Dann kannst du mit dem Herrn Fröhlich jetzt fahren. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, ja. Und pass auf dich auf, ja? Ja, sie auch. Natürlich doch. Bis dann. Das ist so. Wunderbar. Whisky. Die Einweisung in das PCAD hast du schon bekommen? Ja, die habe ich bekommen. Okay, dann gehen wir noch kurz schnell den Strafenkatalog durch. Das ja, ganz kurz noch. Ja. Er ist noch im Funk 2. Also müsste gleich wieder im Funk 1 wechseln, nicht, dass er gleich auf Strafe ist. Warte mal, das kann ich mal selber probieren. Ich weiß, wie ich in den 2er, warte, ich stelle mal kurz mein Gläschen Whisky weg. Ich muss mal kurz hier am... Hast du gerade Whisky getrunken? Ja, den habe ich noch von vorhin da aus dem Büro. Nee, du darfst keine alkoholischen Getränke im Dienst trinken. Du musst nüchtern sein. Ist kein Alkohol. Okay. Machen wir gerne mal einen Alkoholtest. Genau. Warte mal. Perfekt. So, dann warte mal. Bevor ich mache das mit dir. So, ich habe das jetzt, warte mal, im Funk 1. Genau. Ah, hallo, Jack, hallo. Jack, sehr laut. Hat man mich gehört? Ja, der bitte nicht so laut in dein Funkgerät reinsprechen. Okay. Ist es jetzt besser? Ja, danke. Genau. Schaut gerade. Super. Kann vor. Genau. Du hast vom Kollegen Schmidt schon deine damalige Dienstnummer alles mitgeteilt bekommen, oder? Ja, das war das 15. So, schönen Abend. Genau. Wie du dich anmeldest. Schönen Abend. Das war, ich hab die Funkcodes vorhin ein bisschen bekommen und das müsste, er hat mir doch gesagt, wie, das war Lincoln 15 10 8. Ganz genau. Das darfst du einmal im Funk, wo du jetzt reingekommen bist, einmal durchgeben. Lincoln 15 10 8. 10 4. Wunderbar. Wir beide fahren jetzt zusammen auf Streife. Das heißt, weil ich bin jetzt noch beim Schmidt mit eingetragen. Das heißt, genau. Ich muss mich jetzt bei dir eintragen. Genau, das hat der Kollege schon für dich gemacht. Oh, danke schön. Wunderbar. Wenn wir zusammen fahren, ja, dann trägst du dich quasi bei mir ein oder ich mich bei dir. Das ist immer dementsprechend, von wem man mit fährt. Und ich habe vorhin was gehört von Adam. Und das heißt, genau. Adam, was bist du denn für eine Funknummer? Ich bin die 11. Das heißt Adam 11. Ganz genau. Okay. Dann gibst du im Funk durch, dass Lincoln 15 und Edward 11 zusammen als Adam 11 unterwegs sind. Lincoln 15 und Edward 11 sind jetzt Adam 11. Ganz genau. Dazu kannst du noch sagen, wir sind als Supervisor, damit sind wir eine abgekapselte Einheit von den anderen, sind ein bisschen flexibel und unterstützen die, wenn die Hilfe brauchen. Das ist quasi jetzt eine neue Zusatzqualifikation, die wir haben. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Lincoln und Edward? Wir haben verschiedene Ausbildungen, unter anderem jetzt auch eine Unterstützungseinheit für das SWAT, wo man speziell ausgebildet wird mit den gewissen Tätigkeiten für taktische Einsätze. Und wer diese Qualifikation hat für diese Ausbildung, der ist quasi eine Edward-Einheit. Ich habe auch volle SWAT-Montur und alles, nämlich noch in meinem Spind entdeckt. Ja, dann machst du aber auch erstmal nochmal die Ausbildung durch, nochmal den Kurs und schaust dir das auch nochmal ein bisschen an. Na, ich wollte nur fragen. Ja, genau. Ansonsten bist du in deiner normalen Stadtkleidung wie jetzt unterwegs, wenn du in der Stadt oder auf dem Highway bist. Oder die County-Kleidung, wo du bestimmt auch eine hast. Die ja, das ist die mit dem Hut. Genau. Das kann sein. Die einen haben einen Hut, die anderen eine Kappe, die anderen gar nichts. Genau. Okay, dann noch den Punkt vom Strafenkatalog. Der fehlt dir noch? Ja. Zur Ermittlung von Strafen. Du holst einmal dein Tablet in die Hand und schaust mal in dein PCAD rein. Ja, ich bin... Ja, da unten ist schon Strafenkatalog, ja. Genau, dort hast du ganz viele Kategorien noch, unter anderem den Strafenkatalog.
Dementsprechend schaust du quasi bei einem Vergehen nach diesem Tatbestand. Also du hast zum Beispiel eine Verkehrsanhaltung auf dem East Highway wegen überhöhter Geschwindigkeit. Also wenn jetzt jemand was macht, nämlich das, was am besten auf die Beschreibung da jetzt zutrifft. Ganz genau. Du guckst quasi alle Straftaten, die ein Herr begangen hat oder eine Dame, schreibst du das alles ein bisschen auf und schaust dann quasi nach der höchst angetretenen Straftat. Also quasi, es hat jemand einen Mord begangen oder einen Juwelierraub und dann schaust du, ob dieser Mord oder der Juwelierraub, also ich finde, das heißt, Amtseinheiten das der Mord wäre 180 und der Juwelier ist ein mittelschwerer Raub. Mittelschwerer Raub. Ah, hier. Das auch. Ah, die kleinen 60. Das heißt, der Mord ist höher, das heißt, der Mord kriegt er. Ganz genau. Und auch nur die Geldstrafe von dem Mord. Ausnahmen sind, wenn davor mit einem Fahrzeug gefahren wurde, dann darfst du ihm zusätzlich zu dieser Straftat noch das Bußgeld für die Verkehrsdelikte geben, die du ganz unten findest bei Paragraph 8 LAPD-Angelegenheiten. Ah, ja. Die darfst du immer noch einmal jeweils dazu rechnen. Das, was natürlich begangen wurde. Okay, verstehe. Genau. Als Beispiel, du würdest mich auf dem Highway mit 280 km/h anhalten. Was würde ich denn für eine Strafe bekommen? Doppelt so schnell. Das heißt, Führerscheinentzug plus $5,000 Strafgeld. Ganz genau. Wenn du mir den Führerschein entzogen hast, musst du dann noch irgendetwas machen? Hat das der Kollege? Es muss ein eindeutiges Messergebnis vorliegen. Okay. Steht hier im Strafenkatalog. Genau. Wenn du so einen Fall hast, was quasi ein Nachweis ist, was die Kollegen wissen müssen, machst du diesbezüglich auch einen Eintrag im MDT. Ja? Dann gehst du zum Beispiel in dein MDT rein, auf den Namen von mir oder dem Geschädigten. Und machst dann eine Notiz dazu. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel Marc Fröhlich. Wenn du mal auf meine Akte drauf gehst. Abend. Grüß dich. Guten Abend. Marc Fröhlich, Vergehen hinzufügen. Genau, bei Vergehen würdest du jetzt beispielsweise einen Mord dazu schreiben. Dann schreibst du in die Vergehensleiste rein Mord, die Geldstrafe und die Haftzeit. Mord ist jetzt in dem Fall aber ein nicht gutes Beispiel, weil ein Mord vor Gericht geklärt wird. Ja. Marc Fröhlich hat jetzt Mord, Geldstrafe $5,000 und 180 Monate Haftzeit. Ja, das ist akzeptabel. Da kommt. Als Beispiel, wenn du mir den Führerschein entziehen würdest, du würdest sagen, okay, ich darf jetzt 24 Stunden nicht mehr fahren, weil ich mich unkooperativ zusätzlich verhalten habe und auch gedroht habe, ich würde ohne Führerschein fahren oder wie auch immer. Dann machst du quasi eine Notiz. Notiz, okay. Genau. Und schreibst quasi. Ah, und da war das auch mit dem, Slash und so. Ganz genau. Dann wurde dir das ja auch schon zum Teil beigebracht. Link 27 mit einem 1086. Eine mit einem, Anmerkung glaub, noch. Audi R6 oder R7 ist das. Wenn du mal noch sein, mal in dem Kennzeichen RNDM. Du hast quasi den Strafenkatalog unterteilt. Du hast Paragraph 1 bis Paragraph 3. Die Straftaten müssen immer vor Gericht geklärt werden. Also für diese Straftaten musst du immer eine Gerichtsakte anlegen. Ja? 1 bis 3. Genau, Paragraph 1 bis Paragraph 3. Okay. Genau. Dann Paragraph 3 Strafenkatalog, ja, wo dann auch das Vorsätzliche Nichtbegleichen von offenen Rechnungen unter anderem mit drin ist. Alles, was dort bis Paragraph 8 drin steht, darfst du selbstständig abarbeiten. Wenn ein Täter diese Strafe nicht einzieht, die du ihm geben möchtest, als beispielsweise einen Juwelierraub, das Ganze sieht der Täter nicht ein und möchte das Ganze vor Gericht ziehen, ist es quasi ein Fall, der normalerweise nicht vor Gericht gehen würde und du machst eine Gerichtsakte. Ja? Das heißt, du belehrst den Herrn, dass dies ein Fall ist, den er normal jetzt ohne das Gericht absetzen muss. Wenn er das Ganze trotzdem vor Gericht möchte, bekommt er 20 zusätzliche Monate. Okay. Okay. 27-1086 beendet. Wunderbar. Wollen wir mal ein bisschen rumfahren? Dann wird sich vielleicht noch einiges klären. Okay. Mit welchem Auto fahren wir? Wir fahren ein bisschen bei der Highspeed. Okay. Hofbauer, danke für 10 Euro.
Noch einen ruhigen Dienst, ja, dankeschön. Dir auch. Kollege Schmidt sagte, du bist schon ein bisschen gefahren heute. Ich hab noch einen hier stehen. Ah, ja. Ja, bin ich. Okay, wie lief's? Ich weiß nicht, ob ich ein... Aber ich hab mich da direkt wohl gefühlt. Okay. Wunderbar. Dann fahr ein bisschen. Ich fahr neben dir. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze ergibt bei dir. Fahren wir mit deiner? Ja, können wir. Wie du das Navi und die Messanzeige verwendest, weißt du alles schon? Ist mir schon erklärt worden, ja. Okay, das ist super. Wunderbar. Also ich bin im Auto gesessen, habe mich direkt wohlgefühlt. Schmidt meinte sogar, ich bin gar nicht schlecht gefahren. Okay, das klingt doch super. Schaust mal, kannst ja einen von den zwei Schlüsseln am Schlüsselbund abmachen. Hab ich schon, ich bin ein alter Dieb, ich habe das schon gemacht. Na, wunderbar. Immer abschließen. Genau, ganz wichtig. Wo fahren wir hin? Du kannst ein bisschen rumfahren, wo du möchtest. Wir sind quasi jetzt als Supervisor unterwegs. Das bedeutet, wir sind indirekt in der zugewiesenen Einheit. Wir sind überall unterwegs. Und wenn ein Officer irgendwelche Probleme hat, beispielsweise mit einer Verkehrsanhaltung, wie die Person unkooperativ ist oder dem Vorgesetzten sprechen möchte, sind wir die Personen, die dann anfangen, das Ganze klären. Mir nur kurz mein Messgerät und so, das habe ich auf der Frontschutzscheibe oder auf der Windschutzscheibe ein bisschen vorne problematisch platziert gehabt. Ja, alles gut. Ich kenne mich halt in den Straßen hier noch nicht so, das müsste man vielleicht ein bisschen erkundschaften. Gibt so Orte, die mal unbedingt halt die wichtig sind, so? Wir können mal so die, ich sag mal, Hotspots abfahren. Ja, das wäre cool. Ich tipp's dir an unserem großen Navi ein. Dann fahren wir einmal zum Juwelier. Achso, das ist das, was man ausrauben kann. Genau, wir machen jetzt quasi die Hotspots, also dort, wo überwiegend Raubüberfälle oder sonstiges stattfinden mit großen Ereignissen. Darf man ohne Helm fahren? Ja. Gibt keine Helmpflicht. Wenn du jetzt beispielsweise einen Juwelierraub hier haben solltest, musst du immer aufpassen, dass du dich nicht nur auf die Front konzentrierst zum Juwelier, sondern auch die Straßen, die Dächer im Umfeld im Blick hast. Das sind hier auch sehr beliebt. Das hier ist der Juwelier? Ah ja, hier sind schon die Diamanten. Na, fahren wir nochmal rum. Noch einmal rechts um die Kurve. Nochmal rechts. Und jetzt scharf rechts auf den Bürgersteig. Fahr da mal an den Blumenbeeten vorbei. Und hier links ist der Juwelier. Ah, okay. Verstehe. Genau. Wie gesagt, wenn du hier sein solltest, achte unbedingt auf die Dächer im Umfeld. Okay. Dann können wir mal noch einmal zur Nationalbank fahren. Dispatch. Genau. Du hast ein Handy in deiner Hosentasche? Also ich schau den kurz an. Genau. Da wird sich auch schon drum gekümmert. Wie du die Dispatches aufrufst, wurde dir mitgebracht? Das habe ich schon gesehen, ja. Bitte um Rückruf. Genau, Kollege kümmert sich schon. Die sind echt sympathisch, Herr Fröhlich. Dankeschön. Ich dachte mir so, ich nehme mir jemanden, der Fröhlich im Namen hat. Na, ist ab und zu eine gute Wahl. Check. Ich konnte mir zwischen zwei Leuten konnte ich mir auswählen. Dachte mir, Tante Wolli kannte ich schon. Und dann gab's noch dich. Ja. Die Tante Wolli. Der hat mich ab. Ich bin im Krankenhaus auf und ich wusste von gar nichts. Und ich bin meine Kontakte durchgegangen, was ich zuletzt am Handy und habe jeden angeschrieben. Und dann hat Tante Wolli hat dann zurückgeschrieben, hat mich dann abgeholt und wieder zurück zu hierher gebracht und so. Na, wunderbar. Ah, und das ist die Nationalbank. So, jetzt links ist die Nationalbank, das große Gebäude. Genau, jetzt zu unserer Rechten. Ah, dort mit die Tür, ja? Ah ja, da steht eben Pacific. Genau. Okay. Die große Bank.
da musst du auch ganz besonders drauf achten, auf die großen Gebäude hier im Umfeld. Also wie gesagt, du hast genommen immer noch mehr Kollegen dabei, dann baut ihr quasi eine Umsicherung auf, übernommen überwiegend durch das SWAT. Nico, danke fürs Oder wenn das SWAT nicht im Dienst ist, durch die Marshals bzw. die Edward-Einheiten. Okay. Vielleicht sind wir mit einem Tenetic in der Nähe vom Gefängnis. Mit einem R34 mit dem Kennzeichen. 1086 ist eine Verkehrskontrolle, oder? ADV, weißt du, was das ist? 1080V, ist das eine Verfolgungsjagd? Genau, das ist eine Verfolgungsjagd. Ich sag, ich habe vorher so ein Paper bekommen, wo ein bisschen was oben stand. Okay. Und ich habe ein bisschen schon reingelesen. Ah, wunderbar. So, mal kurz zum Funk. Ja, ich habe dich gerade nicht aufnehmen können. Funk nochmal wiederholen, bitte. Ja, dann will jemand einen Feuerwerk genehmigen. Kann ich das einfach machen? Ja, check, stellst ein kleines Dokument aus. Check, das soll ich dann im PC erst einmal. Ja, dann vor. Will jemand ein Feuerwerk machen? Macht eine Abfeuerungsfreigabe von ca. 30 Minuten. Anna, hier ein erstes Türchen im Kalender. Ein Gutschein für einen Döner. Mit allem und deinen Getränken, guten. Oh, ich danke dir vom ganzen Herzen. Das ist süß. Dankeschön. Genau, wenn du möchtest, können wir ein bisschen auf dem Highway fahren oder in der Stadt. Wie dir das ich kannte bis jetzt nur den West Highway. Okay. Bin ich in die Academy nämlich gefahren. Okay, wenn nicht, machen wir mal eine kleine Inselrundfahrt. Dann fahren wir einmal die ganzen Highways ab. Dann gebe ich dir einmal im Navi eine Markierung. Und dann fahren wir einmal eine große Runde. Okay. Gefällt euch der Stream? Also ich finde den Stream heute mega geil. Was sagt ihr, Freunde? Ist mal was anderes, oder? Aber schreibt's mal ehrlich rein. Ich find's geil. Mal so ein bisschen wieder so eine Story dahinter. Ich feier das übel. Das ist mega lustig. So. Schau. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich bin beim LAPD seit knapp 1,5 Jahren. Das ist schon sehr lange. Ist schon ein paar Tage, ja. Und du hast denselben Dienstrang wie ich, obwohl ich am ersten Tag hier bin? Wie kann das sein? Bitte kein Crash. Oh nee. Fröhlich antwortet nicht mehr. Fröhlich? Ja. Ah, jetzt bist du. Wo hast du mich nicht mehr aufnehmen können? Ich hab dich gefragt, warum du denselben Dienst gerade bist, obwohl ich einen Tag erst hier bin und du schon 1,5 Jahre. Ja, weil irgendwas mit dir passiert ist in der Zwischenzeit, was mir bislang unbekannt ist, wo ich die Kollegen mal noch fragen muss, weil ich war auch eine Zeit lang nicht im Dienst. Ich habe nur erfahren, dass ich einen Kopfschuss bekommen habe. Okay. Hast du denn vom Arzt irgendeinen Nachweis bekommen, was da genau mit dir passiert ist? Ob du irgendwelche Operationen hinter dir hattest, welche Eingriffe? Ich bin heute aufgewacht und ich war die letzten 2 Wochen hier. Und da habe ich dann nur erfahren, dass ich halt Andy Morris heiße. Und LAPD bin, aber ich wusste bis dato nicht, was LAPD ist. Und dass ich einen Kopfschuss... vermutlich ein Koma gehabt habe und in der Zwischenzeit einiges vergessen haben deiner Zeit. Hinter uns ist halt jemand gerade mit 152. Also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, was meine Erfahrung mit dir gemacht hat. Quasi auch ein Captain 1 von den Patriots, also quasi eins der höchsten Tiere. Und bist quasi ein Officer an Weisungsbefugt in dem Sinne. Wir waren auch damals hier und da mal zusammen auf Streife. Hatten ein bisschen das Vergnügen zusammen. Okay. Es hilft mir alles so. Ich gehe auch jetzt aktiv dann in Therapie und alles.
Sie meinten, man kann ein bisschen was hier besser machen, so, aber ja, ich, wie gesagt, das ist halt mein aktueller Stand. Die Leute erzählen mir halt hier und dort was und so, und jeder kennt mich irgendwie. War ganz unangenehm, ich gehe so rein und ich kenne halt niemanden und jeder so, ah ja, Herr Morris, ja. Ich so, hä? Keiner, jeder kennt mich, ich kenne keinen. Ja, wie gesagt, wenn du dann sagst, du warst jetzt knapp 14 Tage, 3 Wochen oder was du gesagt hast, 14 Tage, 7 Tage, wie lange? Ja, so ungefähr. Ja, warst du jetzt nicht im Dienst und kannst ja nichts mehr erinnern, dann wird vermutlich auf diese Information zurückzugreifen, irgendwas im Dienst passiert sein, wodurch du dann einen ärztlichen Eingriff hattest. Miller meinte, Schmidt meinte, dass ich in einem Einsatz von einer Schusswaffe mehrmals im Kopf getroffen wurde. Hat er denn gesagt, von welchem Einsatz? Nein. Okay. Ich weiß nur, dass der erste Kollege, der mich besucht hat im Krankenhaus, war... Da bin ich aufgewacht vor 2 Wochen. Hallo? Es war... Street war das. Und der meinte, das war damals mein Streifenpartner. Ah, jetzt. Ich konnte dich gerade nicht aufnehmen zwischenzeitlich. Oh, nein, ich meine... Der erste Kollege, der mich besucht hat im Krankenhaus, war vor 2 Wochen war Street und er meinte, er war zu dem Zeitpunkt mein Streifenpartner. Dann wird der Kollege vielleicht ein paar Informationen für uns haben. Also das war der erste nämlich, der mich besuchen gekommen ist. Okay. Und der hat nur gemeint, sie haben ihn geschnappt und so. Aber ich wusste damit halt nichts anzufangen und so, weil... Mittlerweile verstehe ich es wieder ein bisschen, aber im Moment, ich muss mich halt... Ich werde das Gespräch mit dem Kollegen aufsuchen, ob der vielleicht mehr Informationen noch hat, was genau passiert ist mit dir. Er hatte eine Glatze auf jeden Fall. Ja. Also der Herr Street. Genau, das ist der Commander von uns, also quasi unser direkter Vorgesetzter. Schönen Abend. Okay. Genau, der ist quasi nochmal 2 Ringe über dir gestellt, so gesehen. Wir haben noch den Kollegen Butcher, der ist Captain 2. Der 2 ist quasi über uns 1, beiden übergestellt und ist uns weisungsbefugt. Und dann kommt auch schon der Kollege. Immer diese Sonntagsfahrer. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt oben in Palito. Palito? Das ist quasi die Spitze der Insel. Kap der guten Hoffnung. In welchem Zusammenhang meinst du gute Hoffnung? Die Spitze. Ich hab da mal was gelesen. Ich hatte jetzt viel Zeit zum Lesen im Krankenhaus die letzten 2 Wochen. Da habe ich was von dem Kap der guten Hoffnung. Das erinnert mich hier irgendwie so ein bisschen an. Keine Ahnung, die Spitze der Insel und so und hier so eine Bucht da unten. Weiß nicht. Ja. No. Also ganz oben an der Spitze, wenn du jetzt quasi einmal auf dem Navi bei uns schaust, vorne auf dem Armaturenbrett, an der die. Oberste Spitze der Insel. Dort sind auch viele Straftaten, die dort begangen werden. Ich hatte noch nie einen Gedächtnisverlust, stelle es mir maximal herausfordernd vor. Aber I like what I see. Dankeschön. Ja, ich spiele ihn freiwillig, ich müsste ihn ja nicht ausspielen. Ich spiele ihn komplett freiwillig. Weil es für mich so eine neue Herausforderung mal ist. Ich würde immer ganz gern tanken gehen. Ja, können wir gerne machen. Wenn du... Genau, fahren wir mal noch in Quapeseed rein, dann lernst du das auch kennen. Ich schreibe einmal im Navi ein. Haben wir nämlich eine Tankstelle in Quapeseed, dann lernst du das Gebiet auch mal noch kennen.
können auch gerne mal einen Rundflug machen, wenn das mit. Dann siehst du mal alles von. Einen oben. Rundflug? Genau, einen Rundflug. Okay. Fliegen mal eine Runde mit dem Helikopter. Das ist auch cool. Das stelle ich mir geil vor. Dann können wir das auch gleich gerne mal machen. Helikopter fliegen schwer? Wenn man es kann, ist es nicht schwer. Also ich finde Autofahren zum Beispiel total easy. Man muss sich dran gewöhnen. Es ist nicht jedermanns Sache. Okay. Kann ich das mal probieren? Hast du denn einen Flugschein? Was? Wie sehe ich das? Du hast doch bestimmt in deiner Hosentasche eine Brieftasche. Ja, habe ich. Genau. Schau da mal deine ganzen Karteikarten durch, die du hast. Du hast ja einen Personalausweis, du hast einen Führerschein dabei. Ah ja, Führerschein. Lizenz. Genau. Auf deinem Führerschein hat die Versicherungsstelle dir bestimmt Kreuze gemacht, was du alles besitzt. Heli und Bike. Genau, dann hast du auch einen Helikopterschein. Bin aber noch nie Hubschrauber allerdings geflogen in meinem Leben. Genau. Das Autofahren habe ich schnell gelernt. Also, so, jetzt haben wir hier zur linken eine Tankstelle, da kannst du einmal tanken. Ich finde das ja nämlich so geil, dass ich so voll lost und dann mache ich so bei den Sachen so auf Naturtalent, so quasi schießen und alles. Hatte ich gerade einen Voice Crack? Hä, Chat? Hatte ich gerade einen Voice Crack oder jemand anderes? Nico Öl, danke für 299. Als ob ich. Hatte ich jetzt. Jetzt schreibt's mal rein, als ob ich gerade einen Voice Crack hatte. Jetzt come on, Freunde. So. Also fröhlich. Oh. Wunderbar. Morris jetzt einen Unfall baut und wieder einen Gedächtnisverlust hat. Nein! Sollen wir mal eine Runde fliegen? Das können Sie gerne bestimmen. Ja, du darfst auch entscheiden, wie du das möchtest, was du am liebsten. Ja, gerne. Ich lerne gerne neue Sachen kennen. Okay. Dann fahren wir mal in Sandy Billy. Das gebe ich dir einmal im Navi ein. Da ist quasi dann auch unsere zweite von dritte Polizeiwache. Wir haben drei Stück insgesamt. Eine oben in Palito, da sind wir eben dran. Dort, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Genau. Okay. Dann haben wir eine hier in Sandy und wir haben eine unten in der Stadt. Ah ja, wenn das in der Stadt ist, Mission Row. Genau, das ist die Hauptwache von uns. Stehen aber viele Bikes. Ja. Das hier ist so ein kleiner Biker-Treff. Genau. Das ist sind öfter mal mehrere Motorräder. Ist immer ein schöner Anblick beim Vorbeifahren. Ja, ja. Im Bleifuß. Ich mag das nicht, wenn jemand vor mir langsam ist. Genau, jetzt hier rechts. Hier? Durch das große Tor. Ah, das geht auf. Hier. Dann einmal links rum an dem Herrn vorbei. Heute war Elternsprechtag, ich musste Hausaufgaben machen. Uff. Richtig und wichtig. Dann gehen wir mal zum Hubschrauber. Wer ist der Herr hier? Adam 11 bis jetzt einmal eine R1. Fröhlich? Wer ist denn der Herr hier? Fröhlich? Das habe ich bis jetzt nur aus Heften gesehen. So,
dann kommen wir zur Beifahrerseite. Ja. Und dann steig einmal vorne ein. Wunderbar. So. Dann müssen wir uns einmal an der Leitstelle umtragen. Das darfst du gerne einmal machen. Okay, warte mal. Dann ändert sich nämlich jetzt in dem PCAD unsere freie Sondereinheit zum Helikopter. Ja. Beziehungsweise zu R. Und der Fahrzeugtyp ist der Helikopter. So. So. Genau. Und dann hast du vorne das Adam, das änderst du einmal um zur Air One. Also quasi die Luft 1. Wunderbar. Dann trägst du unseren Funk um. Und zwar Adam 11 besetzt ein Air One und Air One ist 10-8 gestartet um und dann die aktuelle Uhrzeit, die wir haben. Okay. Adam 11 wird zu Air One und Air One geht 10-8, Start um 21.10 Uhr. Wunderbar. Wenn du die Air One fliegst, musst du immer darauf achten, dass du vorher voll getankt hast. Ja. Ja. Wir haben an den Helikopterplätzen haben wir die gewissen Zapfsäulen dafür. Unser Sprit reicht für ungefähr 29 Minuten Flugzeit. Bei der 30. Minute wird es dann schon grenzwertig. Also dann soll es am liebsten schon gelandet sein. Okay. Ja, also guckst immer so, dass du bei 25, egal wo du bist, Minuten Flugzeit dich Richtung PD begibst, dann kommst du eigentlich immer sicher überall an. Okay, verstehe. Wunderbar. Ich mache noch kurz eine Eintragung. Und zwar tragen wir im PCAD auch oben ein bei den Einsatzgebieten. Oben links bei dem R1 gestartet landet die Startzeiten. Ja. Genau, habe ich uns einmal eingetragen. Und dann sind wir auch schon bereit. Ah ja, ja. Perfekt. Genau. Wenn wir gleich in der Luft sind, dann hast du quasi verschiedene Möglichkeiten. Du siehst vorne im Cockpit ganz viele Knöpfe. Ja? Mhm. Da bitte einfach nicht wild drauf losklicken. Das ist mit Vorsicht zu beachten, sonst sind wir ganz schnell wieder am Boden. Du hast verschiedene Funktionen in dem Helikopter, die auch dir zur Verfügung stehen. Du hast vorne, wenn du mal schaust, hast du mehrere Anzeigen. Unter anderem auch die rechteckigen Bildschirme in der Mitte. Ja. Über die Bildschirme hast du Zugriff auf unsere Helikopterkamera. Du siehst auf der rechten Seite von diesem Bildschirm diese vier Knöpfe. Du hast einen Knopf, der oberste, mit dem Buchstaben E drauf. Mhm. Ja, siehst du den? Ja. Wenn du diesen drückst, dann kommst du in unsere Kamera rein. Dann bildet sich quasi in diesem Bildschirm deine Helikopterkamera von unten. Wenn du dann unten drunter den Knopf drückst mit dem Mausrad, dann kannst du in dieser Kamera rein und rauszoomen und dich umschauen. Ja. Und ganz unten das G, dort hast du quasi die Möglichkeit, die Nachtsicht bzw. den Zugscheinwerfer einzuschalten. Ja. Ja. Wenn du nochmal aus der Kamera raus möchtest, gehst du einfach rechts auf den roten Hebel, wo rechts neben dran ist, und gehst dann quasi einmal zurück. Okay, verstehe. Wunderbar. Perfekt. Dann, wenn du bereit bist und angeschnallt bist, dir die Gurte angelegt hast, können wir angeschnallt los. Bin ich. Perfekt. Dann ein bisschen die Stimme hier drin erheben und dann geht's los. Es ist aufregend. Heute, let's go, gehen wir auf die 20 Likes, oder heute? Warum heißt es Kinder und nicht Wachsfiguren? Welcher Vogel zündet gerne mit Streichhölzern? Der Flamingo. Wenn wir in der Luft unterwegs sind, hast du verschiedene Hauptaugenmerke, nach denen wir suchen als Helikopter. Wir sind quasi primär für die Überwachung von Sachen, nicht für Verfolgung, sage ich jetzt mal. Also wir schauen eher nach Sachen, die man vom Boden her schwierig erreicht. Was soll man hier für Sachen? Also, das war meine Frage. Genau, ja. Wie beispielsweise Pflanzenplantagen, das sind quasi so kleine Büsche, die Leute kaufen können und großziehen können, wodurch eine illegale Substanz entsteht, wenn sie diese gewachsenen Büsche dann quasi gibt. Ja.
die quasi umpräpariert wurden, um dort Meth herzustellen, wo dann beispielsweise verschiedene Substanzen miteinander vermischt werden. Das siehst du daran, weil aus diesen Fahrzeugen ganz dichter Rauch aufsteigt durch diese Vermischung von den Substanzen. Ja, also sobald du irgendwo ganz viele Pflanzen siehst, eingezeichnet in oder eingeteilt, eingepflanzt in Blumentöpfen oder ein Fahrzeug aus dem Rauch auskommt, sagst du mir sofort Bescheid. Okay. Schau die ganze Zeit in die Kamera rein. Das ist super. Du bist quasi mein Auge. Ich schaue aufs Spiel und du schaust, was sich so unter uns und um uns alles passiert. King 25, Code B. Was ist Code B? Das habe ich noch nicht irgendwo gesehen. Code P ist, wenn der auf Klo muss. Ah, okay. Wenn ein Gläschen drückt. Verstehe, ja. Aber das habe ich in diesem... Wieder gut kommen. Das habe ich nämlich in dieser Tabelle noch nicht nämlich gesehen, Code P. Gar nicht so leicht, sowas zu finden. Das stimmt, ja. Es gibt sehr viele Verstecke. Wir haben so gewisse Orte, wo wir eigentlich immer abfliegen, oder ich persönlich abfliege oder fahre, je nachdem wie ich unterwegs bin, wo halt einfach so Erfahrungswerte sind, wo du was findest. Da hat jeder aber so seine eigenen Routen oder seine eigenen Stellen. Kann man die nur an bestimmten Orten pflanzen oder geht das überall? Pflanzen kannst du nur in der Feuchtigkeit, weil es ist in der Stadt einfach zu trocken und zu viel Abgase. Und die Herstellung von dem Meth in dem Wohnwagen kannst du quasi überall. Dafür brauchst du keine bestimmten Wetterverhältnisse. Okay. Freunde, wie weit sind wir so die 20 Likes? Schallern wir nochmal ins Video rein. Machst du den Däumchen nach oben, wird man dich loben. Das ist Support vom Allerfeinsten. Ich würde so lachen, wenn wir irgendwas finden würden. Ey. Ich würde es mir einfach so gönnen, weil das wäre so ein Moment, so... Moment of Truth. Just imagine accepting the truth. Ich habe bis jetzt noch nichts entdeckt. Nee, ich habe auch nichts gesehen. Manchmal hat man noch einfach kein Glück. Also wenn man was findet, hat man Glück. Ist eigentlich nicht besser, wenn die Bevölkerung sowas gar nicht erst macht? Das schon, ja. Ist immer so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man was findet. Verstehe. 17 haben wir. Okay. Freunde, das schaffen wir. I know it. Jetzt sind relativ wenig Leute auf dem Server, fällt mir gerade auf, für die Uhrzeit. Wenn ich mir denke, gestern um die Uhrzeit waren 150 Leute, 88 vielleicht auch heute. Ja, in den Gärten mal alles abschauen, ob da irgendwo was ist. Ja. Ich weiß nicht, ob immer ganz besonders drauf achten. Ich weiß nicht, ob 5M oder so. Halt die Stellen, die man von unten vom Fahrzeug aus nicht sieht, da müssen die halt... King 25 wieder weg, mate. Vielleicht hat 5M heute Probleme oder so. I don't know.
Wenn der Server ist vorhin einmal abgeraucht, kann schon sein, dass die Leute deswegen maybe nicht kommen oder so. Sie denken, er raucht ja noch 10-mal ab oder. Keine Ahnung. Julian und die beste Statistik. ...1900 Zuschauer, Road to 20 Likes, die Top Donation bei 50 Euro, es wird insgesamt 5 Vierpins verschenkt. Road to 129k Abos. Kuss Julian, danke. Im Wald sieht man fast gar nichts. Das ist jetzt quasi ein Freizeitcamp. Da hast du auch öfter mal irgendwelche Pflanzen, die hier angebaut werden. Okay. Genau, hier unter uns bei den Häusern. Sehe ich aber gerade nichts. Alles sauber. Es ist WM-Spiel. Ah. Ja gut, die Fußball-WM geht bei mir links und rechts vorbei. Also A, wegen dem ganzen Thema mit Katar und B, ich bin halt mehr so Fußball schauen, habe ich nie so spannend gefunden und ich bin lieber der was selber gerne spielt, so, also ich gehe lieber selber herum und tritt ein bisschen meinen Ball in der Gegenstadt, aber Fußball schauen, so, ah, ne, nicht so meins. Gehen wir einmal hoch auf den Berg. Leise, gell? Noch lauter stellen hier. Weißt du, wie man den Berg hier nennt? Nein. Weiß ich nicht. Moos? Nein, ich weiß. Hallo? Nein? Nein, ja, weiß ich nicht. Jetzt. Das ist der Mount Chiliad. Mount Chiliad. Der höchste Berg. Genau. Das ist quasi der höchste Berg. Ein Dispatch. Warte, ich schau mal. Jake Hunter, hätte jemand hochrangiges kurz Zeit. Wie vielleicht sogar. Was haben wir für ein Dispatch? Ich habe eh schon gesagt, jemand Hochrangiges wird gebraucht. Hörst du mich manchmal nicht? Ich höre dich manchmal nicht schlagen. Na, so eine Scheiße. Fahrzeug mit Stahl. Der One fliegt an. Ist das nicht dort, wo wir waren, bei den Bikern? Wo die Motorräder sind, genau. Makana Lump, Dankeschön für 5,99. Wie lange hat man Zeit für so einen Fahrzeugdiebstahl? Das ist ganz unterschiedlich, wie wir die Alarmierung kriegen. Also ich sag mal, im Durchschnitt dauert sowas 15 Sekunden höchstens. Das ist aber ganz schön schnell.
Da muss man wirklich sehr, sehr flott sein. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mit der Kamera auf. Ich hab nur ein Auto da unten. Air 197. Müsste ein Offroad-Fahrzeug gewesen sein. So ein Pickup-mäßig. Okay. Ich aber keins. Na, sehe ich aber auch nicht. Da unten fährt nur so eine. So was Weißes fährt da gerade. Hat ein Kennzeichen JFB 309. Kein Fahrzeug mehr vor Ort, der war nicht ab. Ich weiß nicht, ob ich falsch schaue, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Hier vor uns haben wir jetzt das Human Depths Gebäude. Ja. Das Gebäude kannst du auch rein, da drin ist quasi ein ganz großes Labor drin, sehr verwinkelt. Da war ich noch nie. Sieht aber auch soweit sauber aus. Hörst du mich? Hallo? Ja. Ich glaube in der Kamera hörst du mich nicht. Warte mal. Hallo? Ja. Hörst du mich noch immer? Ja. Okay. Also ihr versteckt manchmal die Stimme. Ganz komisch. Red die ganze Zeit nämlich mit dir. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Okay, ja, komisch. Ich habe die ganze Zeit mit dir schon geredet. Okay. Wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich falsch schaue. Oder ob wir wirklich nichts finden. Bist noch ein bisschen aufgeregt am ersten Tag. Ich bin wirklich so ein bisschen aufgeregt, ja. Da ist man hier und da mal sprachlos. Alles. Unfreiwillig. Ah, ja. Hier kommt Rauch raus, aber es ist kein Auto. Weißer Rauch, hast du ja gesagt. Ist quasi unter uns in einem der Trafostationen. Ist dann technisch. Hörst du mich? Wo wir dann quasi zur Absicherung der Stadtwerke dazugehen. Hörst du mich? Hallo? 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 Also sollten wir einen Stromausfall haben, du solltest dich Hallo? Melden, wenn du in der Nähe bist, dann hierhin und sicherst die Stadtwerke. Hallo. Hallo. Und wann steht hier ein Windrad? Ah, das wusste ich gar nicht. Da kann man sogar raufsteigen. Wie geil ist das denn? Neu entdeckt. Soll ich sie machen lassen mit dem WM-Spam oder unterlassen? Ja, wenn einer mal was reinschreibt, keine Ahnung, finde ich es nicht so schlimm, aber wenn es nur über Fußball da geht. Nee. Ah, okay. Wo quasi die ganzen Inhaftierten dann hinkommen. Informativ, es werden Schüsse westlich vom Ocean gemeldet. Was? Schüsse westlich vom Ocean. Sind vorher unten. Ich koordiniere
14 fährt auch wieder. Ja, hallo, hallo. Ich rede schon die ganze Zeit, was soll das? Ich habe vorhin die ganze Zeit gesagt, ich habe den weißen Rauch gemeldet, aber hier ist hast nichts gehört. Nee. Stellst du dir einfach nur vor, dass du mit mir kommunizierst? Kann sein, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich wirklich sprachlos, Alter. Was hast du für Medikamente vom Arzt bekommen? Geht ja nur noch um die WM. Keine Ahnung. Ist da halt hier und dort. Nicht, dass es da vielleicht mit zusammenhängt. Irgendwelche Unverträglichkeiten. Ja, da nur um die WM habe ich halt auch, wenn jetzt hier und dort mal jemand eine Frage oder so reinschreibt, so wie, wie stehst du zu Fußball oder so? Sonst können wir das ist mir egal, aber ich sehe es gerade selber, ja. Ja, also Ergebnis, also so reinposten, das muss ja nicht sein. Das habe ich damit jetzt nicht gemeint. Sorry, ich bin da gerade voll im RP. Hier sollen Schüsse gefallen sein? Irgendwo sollen Schüsse gefallen sein, ja. King 14, all units, nach Rücksprache mit dem Anrufer, weißer Lamborghini, wird gesucht, Schüsse waren am Kleiderladen ungefähr. Ah, hier. Gibt es eine Anhaltsrichtung oder ein Kennzeichen irgendwas? Also negativ. Ein weißer Lamborghini. Ich hatte gerade einen weißen Fiat in Nähe des Friedhofs gesehen, Kennzeichen L, der Fiat. Nee, Friedhof. Wo ist der Friedhof? Friedhof ist hier vorne. Nein. King 11 hat der zufällig blaue Rennstreifen. Jetzt auf 12 Uhr. Positiv. Hier mit dem war beschriebenes Fahrzeug. Anrufer konnte aber nicht genau bestätigen, ob dieses Fahrzeug auch zu den Schüssen gehört. Ja, check. Wie sieht dein Lamborghini aus? Der ist Jan unterwegs. Schien Richtung super Makler zu fahren. Etwas flacher gelegen. Ja, ich flieg mal die Seitengassen ein bisschen drüber. Ach, ist mir auch wurscht. Hä, ich hab doch gerade gesagt, dann tut es raus. Hä? Ich habe ja selber gesagt, ich find's nicht cool, wenn man reinschreibt, dass man da die ganze Zeit über die Ergebnisse und so postet. Und so, hier ist ein weißes anderes Auto, aber das sieht nicht flach aus. Ich suche jetzt nach einem weißen, flachen Auto. Also du meintest nicht mich, okay. Ja, Tut es einfach raus. Ich sehe da nichts. Ah, jetzt. Hallo? Da fährt nur ein Motorrad. Ja, auch gerade gesehen. Schauen wir mal. Will
Bilder von dem Tier sind in der Ermittlungsakte. Ja, schön. So, fliegen wir auch langsam wieder Richtung Fli. Tank geht langsam zu Ende. Air 1076 Mission Row. Boah, jetzt ist mir schwindelig, Alter. Uiuiui. Die ganze Zeit in der Kamera drin, da ist man richtig schwindelig. Holy shit. So. Perfekt. Danke fürs Heimbringen. Gerne, nicht dafür. Ich hätte dich nicht in der Luft stehen gelassen. Ja. So. Ich habe sogar selber einen Hubschrauber. Hat denn jeder? Nee, den hast du durch eine Ausbildung, die du damals absolviert hattest. Ah, also ich alles kann. Aber wie gesagt, bevor du nochmal fliegst, machen wir erst nochmal einen kleinen Flugkurs. Ja, ja. Eine Einschulung. Ja. Genau. Seid ihr von geht auch um deine Frage. Sicherheit. Vorher war noch bei den Bikern ein Autodiebstahl. Hat jemand das Kennzeichen? So, hier sind wir am Dach. Okay. Das ist zwar 44 KEG noch irgendwas. So, ich muss aber unhöflicherweise dich an einen Kollegen abgeben. Na, ich will sowieso für heute mal. Mein Kopf raucht. Ich habe heute so viel gelernt schon. Für meinen ersten Tag, glaube ich, habe ich schon sehr viel erlebt. Also gehst du auch erstmal außer Dienst. Ja, ja. Dann darfst du uns einmal außer Dienst melden, die Air 1. Ja. Air 1, 10-7. Wunderbar. 10-4. Perfekt. Dann trage ich uns mal aus. Steht aktuell beim Friseur in der Nähe vom Apple Store. Haben gerade irgendjemanden entdeckt. Der Lamborghini Sian von eben. Okay, ich habe dich jetzt mal mit ausgetragen. Was ist mit dem Fahrzeug? Dankeschön. Wunderbar. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Ja, dankeschön, Herr Fröhlich. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, komm auf uns zu, irgendein. Mach ich. Danke für die nette Aufnahme hier. Gerne, nicht dafür. Na gut. Wunderbar. Alles Gute dir. Ciao, schönen Abend. Wiedersehen. Sian fährt jetzt weg. Edward 11 ist 10-7, schönen Abend euch. Schönen Abend. Ciao. Lincoln 15 ist 10-7. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Feierabend. Na perfekt. Freunde. Das war heute ein sehr anstrengender Stream. Machst du dann außen weiter? Nee, ich nicht. Oh. Ich werde für heute mal aufhören. Ihr müsst verstehen, zwei Tage hintereinander streamen ist auch sehr fordernd. Ich hatte heute auch einen anstrengenden Tag. Und für mich das gerade, das alles neu hier, diesen Gedächtnisverlust zu spielen, kostet halt auch sehr viel Kraft. Das ist viel anstrengender, wie wenn ich jetzt in Dienst gehe und Highspeed-Verfolgung fahre. So. Deswegen, ja, verzeiht's mir. Aber trotzdem, die 3-Stunden-Marke haben erreicht. Wenn ihr neu seid, lasst gerne kostenloses Abo da. Wir haben ja heute trotzdem viel. Ja, wir hatten heute Spaß. Und um das geht's ja. Ich danke jedem hier für die kostenlose sowie kostenpflichtige Unterstützung. Herzlichen Dank und ja,
lasst gerne noch ein Like da und schreibt in die Kommentare jetzt nach dem Stream kurz, nehmt euch 2 Minuten und schreibt rein, wie euch das Stream gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Die Story geht weiter. Na? Die Story geht auf jeden Fall weiter und wir bleiben gespannt. Aber, Freunde, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Haut's rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, gute Nacht. What in fuck's name are you doing? Oh! Du blödes Stück Shit. Oh, ne.